Hallo und herzlich willkommen. Sanfte Grüße. Ich sehe bei uns im Chat schon den Nico, Master Nikolaisches, Grobby, Moinsen und Tommy. Und ihr hört von uns. Wir sehen einen dunklen Fabian. Ja, ich mache Licht ja gleich an. Hör auf zu jammern. Zipfelklatscher. Ein bisschen dunkler wäre aber schon nicht verkehrt. So, jetzt hat er mich wieder, weißt du, der haut mir immer dazwischen und dann sitzt du da und musst deinen scheiß Faden wiederfinden, weil der dann irgendwo so, juhu, aber rote Fäden und rote Linien gibt es ja nicht mehr, egal. Genau, wir hören mich, wir hören den Mirko, das kennt ihr schon, ihr hört den liberalen Po, Entschuldigung, den Marktliberalen, das kennt ihr auch schon und dann hören wir ganz neu, frisch dabei den Omega-Pirat. Genau, der Omega-Pirat ist heute frisch und neu mal zu uns gestoßen über Twitter, also X oder wie auch immer wir es jetzt schimpfen wollen, ist er tatsächlich zu uns gekommen mit lieben Dank an den Rural Farmer bzw. Game Twitcher oder wie auch immer wir ihn alle nennen wollen, unseren BSW-Soldaten. Unser BSW-Soldat hat uns einen neuen Mitspieler geschickt und das ist eben wie gesagt der Omega-Pirat. Herzlich willkommen. Wird bestimmt interessant. Dankeschön. Fehlt nur noch, dass Fabian zum Landwirt. Nein, Tommy. Also das Geld würde ich nehmen, so ist nicht, aber ansonsten eher nicht. Ich stelle mir das gerade vor, wie der Fabian da so sitzt. Schönen guten Abend, mein Name ist Markus Lanz. Schön. Wäre ein Versuch wert. Also, wäre ein Versuch wert. Themen hat er mir nicht genannt, der Fabian. Wir haben aber auch in dieser Woche nicht viel kommuniziert. Es war eine schöne Zeit. Was? Ja, endlich hatten wir mal beide Ruhe voneinander. Aber er hat wohl geschrieben, dass er einen Rückblick macht auf die erste Kreistagssitzung, der er beigewohnt hat. Und die erste SVV-Sitzung gestern. Ja, und viel mehr weiß ich nicht. Also mal gucken, was passiert. Es gibt Neuigkeiten von der BSW-Front. Das wird der Fabian aber auch schön breit treten. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ja. Erste Nachricht des Tages lese ich hier gerade, Verlängerung in Stuttgart und in dem Moment habe ich mich verlesen, weil dann steht hier, oder ich habe gelesen, Wirtz stirbt als Siebter, da steht aber Wirtz sieht als Siebter Deutscher Gelb. Na gut, kann passieren. Fußball damit abgegolten. Fertig. So, kommen wir zu den interessanten Themen. 1 zu 1. Es wird Elfmeter werden, davon gehe ich aus. Ja, vielleicht. Auch meine Frau kommt gerade nach Hause, sehr angenehmst. Das heißt, ich kriege heute doch noch was zu essen. Ist das schön. Der Marktliberale hat eben angesprochen, er würde heute gerne noch mal über die US-Wahl reden. Das werden wir natürlich tun. Ansonsten, über die Vorbereitung meinst du? Ja, naja, also auch wahrscheinlich will er, ich gehe davon aus, du willst über das Duell sprechen, oder? Ja, über diesen Duell kann man es gar nicht nennen, aber ja. Den Totalausfall. Über diesen Schauspiel. Ja, genau. Also haben wir letztes Mal zwar schon gemacht, aber wir können das ja trotzdem noch mal ein bisschen. Da ist gar kein Problem, kriegen wir hin. Dann, ja, Grobby. Wir können es ja gerne verbinden mit den Nachrichten, die jetzt mittlerweile eingetrudelt werden, weil es gibt ja schon einige, die jetzt an seinem Stuhl sägen, tatsächlich. Also es wird jetzt immer offensiver, dass er spekuliert, dass er irgendwie abtreten soll oder wird oder keine Ahnung. Ja, das also, können, das wir, ja können wir aufrollen. Ja, da können wir dran rumeiern, das ist richtig. Dann Grobby sagt natürlich schon das Thema des Tages im Endeffekt. Haben wir uns gerade vorm Stream schon unterhalten. Wird das BSW mit den Grünen koalieren? Ja, auch darüber werden wir reden, natürlich. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass der Gamer Maniac kommt, beziehungsweise Game Twitcher, damit wir ihm das noch fett aufs Brot schmieren können, aber noch ist er nicht da. Mal gucken. wie gesagt, Mirko hat gesagt, ich könnte einen kurzen Abriss des konstituierenden Kreistages geben, an dem ich vorgestern teilgenommen habe, und der konstituierenden Stadtverordnetenversammlung von gestern. Beides insofern interessant, als dass in beiden Gremien die AfD stärkste Kraft war. Also, oder auch noch ist, natürlich. Wir haben uns ja nicht verkleinert auf einmal. Insofern ist das auch nicht ganz uninteressant. Siehe da, mein Vibe ist da. Los, wink. Habe ich schon. Okay, schön. Hast du doch schon längst. Moin. Gut, so. Und dann, schauen wir mal, was uns noch so einfällt, wa? Gibt ja genug. Haushalt, der neue Haushalt, können wir auch noch drüber reden. Oh ja. Ja. Neuer Haushalt. Der Lehrerverband warnt vor Verwechslungsgefahr von Wolfsgruß und Schweigefuchs. Jetzt merken Sie mal, wie bescheuert das werden kann, das Ganze. Omega-Pirat, du darfst immer gern dazwischenhauen, wann immer dir was einfällt. Du musst jetzt nicht schweigend im Stream sitzen. Du kannst genau raushauen.
Ja, genau. Also wir sind uns einfach dazwischen. Also Omega Pirat, genau, wir sind jetzt auf jeden Fall nicht beim Space wie beim Tristan oder Christian, wo dann immer jeder sich melden muss und dann, ja, nur dann die Seven drankommen. Also immer ruhig unterbrechen. Also du kannst natürlich gerne deine Hand heben, möglichst die linke, damit es nicht komisch aussieht. Problem ist, wir sehen es nicht. Insofern einfach dazwischen quatschen. Wann immer du Bock hast, einfach dazwischen quatschen. Ja, ich erhebe einfach meine Stimme. Genau. Brüll dazwischen, das kriegen wir hin. Grobby fragt, nein, Frauchen ist keine OP-Schwester, Frauchen ist Altenpflegerin. Deswegen habe ich sie geheiratet, weißt du, ich werde nicht jünger. Das ist, ne? Ich werde nicht jünger und krank bin ich auch schon und kaputt und der Rücken ist im Eimer und alles. Und nach habe ich gesagt, brauchst du eine Pflegerin für später. Und sie ist drauf eingefallen. Ja, ne? Ja. Ein bisschen Nachhaltigkeit muss sein. Fast schon ein grüner Gedanke. Ja. Nein. Nicht. Ein grüner Gedanke. Genau. Komm, ich fange mal damit an, weil das unglaublich witzig ist. Das muss man mal erzählen. Gestern war, wie gesagt, konstituierende Stadtverordnetenversammlung hier bei mir im Ort. Ich bin ja erschreckenderweise gewählter Abgeordneter, zusammen mit 5 meiner Kollegen. Das heißt, Schmenderle, Dankeschön, 14 Abo Monate rein. Abo, du bist ein guter Mann, du bist echt ein guter, ich kann es gar nicht anders sagen. Mädel, ja. Der Beste. The best of the best. Genau, also wir sitzen mit 6 Leuten da drin, sind die stärkste Kraft. Die nächststärkere ist eine Bürgerinitiative, gemeinsam für Zedenik heißen die. Sind also keine Partei in dem Sinne, sondern so ein Zusammenschluss. Und die haben sich im Vorfeld gedacht, oh Gott, wir haben nur 5 Sitze, die böse AfD hat 6 Sitze, da müssen wir doch was tun. Und haben eine Koalition mit der Grünen, der einzigen Grünen, die bei uns gewählt wurde, gemacht. Sodass sie jetzt auch 6 Sitze haben und genauso stark sind wie wir, denken sie zumindest. Wenn man sich allerdings die einfachen Zahlen anguckt, also sprich, wie viel Stimmen auf die einzelnen Abgeordneten abgegeben wurden, dann liegen sie halt mit über 1000 Stimmen, also bei das Hauptergebnis oder das beste Ergebnis hat unsere Vorsitzende gekriegt mit 1700 irgendwas Stimmen und danach kommt halt ganz lange nichts. So, und wenn wir jetzt die AfD-Stimmen zusammenzählen und die GFZ-Stimmen mit der Grünen zusammenzählen, dann fehlen denen mal eben ungefähr, also sind die nur halb so stark. Einfach, obwohl sie genauso viele Leute sind, sind sie von den Stimmen her nur halb so stark. Aber ist ja wurscht. So. Auf jeden Fall gab es natürlich im Vorfeld wilde Absprachen. Ist ja logisch, ne? Wer übernimmt den Vorsitz der Stadtverordnetenversammlung? Es war ja klar, dass das bloß kein AfDler sein darf. Das wäre ja ganz was Schlimmes. Das geht ja nicht. Also, aber ganz kurz. Ja? Also selbst auf kommunaler Ebene im Osten ist es ein Theater, das eben ein AfDler eben keine führende Position haben darf. Verstehe ich das richtig? Ja, nein, ja. Also teilweise. Also die AfD sitzt ja hier seit 5 Jahren in der Stadtverordnetenversammlung. Bisher mit 2 Damen, weil wir ja immer nur alte weiße Männer haben, ne? Ist ja logisch. Deswegen waren wir bisher mit 2 Damen 5 Jahre lang hier vertreten, die das auch sehr, sehr gut gemacht haben und die hier auch tatsächlich Anträge auch durchbekommen haben mit Stimmen von CDU etc. Ne? Also da haben viele mitgestimmt, was ja normalerweise schon ein Rieseneklat ist. Das darf ja eigentlich gar nicht sein. Bei uns hier auf regionaler Ebene hat es aber funktioniert. Es war eigentlich so, bis auf die Grünen haben eigentlich alle mit uns auch geredet. Die Grünen haben sich immer gerne sehr zurückgehalten, weil wir sind ja böse. Aber selbst die Linken haben mit uns ganz gut geredet eigentlich. Das war soweit mehr oder weniger ein Miteinander. Das war auch in Ordnung. Natürlich immer mal mit Stolpersteinen. Natürlich mussten irgendwo irgendwelche Spitzen sein. Gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich echt in Ordnung. Deswegen wäre es alleine vom Bürgerwillen anhand der Wählerstimmen sinnvoll gewesen, wenn unsere Vorsitzende Elke auch den Vorsitz der SVV gekriegt hätte, weil sie halt mit unglaublich vielen Stimmen in Führung war. Ne? Also niemand anders, ich glaube, der nächste Nicht-AfDler hat gerade mal halb so viele Stimmen wie sie. Also es war schon echt ein krasses Ergebnis.
Trotzdem ist natürlich eine... Den Vorsatz, das möchte ich jetzt einfach mal so profan dazwischen werfen, weil sie hat ja die meisten Stimmen. Und das ist egal. Demokratie, meinem Demokratieverständnis nach ist der, der die meisten Stimmen hat, auch der, der dann oben steht. Wieso ist das jetzt nicht der Fall? Weil das nie der Fall ist. Das kommt einem immer so vor, stimmt aber nicht. Das reicht nicht als Erklärung. Ja, warte, dann lass mich doch aussprechen. Das klingt immer so, ne? Stärkste Fraktion stellt den Vorsitzenden. Das stimmt aber einfach nicht. Der Vorsitzende muss gewählt werden von der gesamten Stadtverordnetenversammlung. Und dadurch, also du hast das Vorschlagsrecht. Die stärkste Fraktion macht den ersten Vorschlag. Das heißt aber noch nicht, dass die anderen den auch wählen müssen. Das heißt, wenn alle anderen Parteien sich vorher natürlich zusammenschließen und einen anderen Plan entwickeln und sich überlegen, wie können wir das verhindern, dann haben die die Möglichkeit dazu, leider Gottes. Ne? Ich wäre auch dafür, dass es halt eben, oder es wäre dem Bürgerwillen entsprechender, wenn man halt eben nach Wahlgrößen vorgeht, ist aber tatsächlich in unseren Verfassungen nicht so drin. Ist einfach so. Es muss gewählt werden. Und dann kannst du halt eben jemanden auch nicht wählen, erschreckenderweise. Völlig bescheuertes System. Genau. Aber leider Standard. Ist überall so. Gut, auf jeden Fall haben die sich abgesprochen. Wir haben den Vorsitz natürlich nicht bekommen. Das war ja klar. Wir haben aber dann im Vorfeld schon gehört, wen sie als ersten Stellvertreter gerne haben wollten. Und das wollten wir dann unbedingt verhindern. Also haben wir einfach mal nochmal unsere Vorsitzende da reingeworfen in den Topf als erste Stellvertreterin, wohlwissend, dass sie nicht gewählt werden wird, und haben darauf gewartet, wie die anderen reagieren. Die anderen haben dann reagiert, die CDU, weil wir mit denen gesprochen haben, die haben dann den bisherigen Präsidenten vorgeschlagen, also der, der die letzten 5 Jahre das wirklich hervorragend gemacht hat und auch sehr neutral und ordentlich. Und als er vorgeschlagen wurde, haben wir unseren Vorschlag wieder zurückgezogen und den anderen damit die Möglichkeit genommen, uns abzustrafen. Sie hatten also dann die Wahl, entweder wählen sie den, der es 5 Jahre hervorragend gemacht hat und der ein riesenhohes Ansehen in der Stadt hat, oder sie wählen ihren eigenen Kandidaten, den man so als Notnagel hätte nutzen können. Dann hatten sie nicht viel Wahl und mussten das wählen, was sinnvoll ist, also den vorherigen, den CDUler. Und dann haben wir uns den zweiten Vorsitz geschnappt. Also zumindest den zweiten Vorsitz haben wir, das ist okay. Jetzt kommt aber der witzige Teil der Geschichte, weil da nach dieser ganzen Vorstandsgeschichte werden ja so die ganzen Ausschüsse verteilt. Wer geht in welchen Ausschuss, wer übernimmt welchen Vorsitz und so weiter. Alles relativ langweiliger Kram, muss aber halt gemacht werden. Wir haben unser Ziel erreicht, uns gehört der Bauausschuss und auch der Vorsitz gehört uns, das ist sehr angenehm. Und dann kam die Frage nach einem... Ist das schon mal viel wert? Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil wir da jemanden draufgesetzt haben, der in Berlin jahrelang Parteien geleitet hat und sich im Baurecht etc. unglaublich gut auskennt. Da wird unsere Verwaltung noch ganz große Augen machen, was ihnen auf einmal da alles vor die Tür gesetzt wird. Egal. Am Schluss gibt es einen sogenannten Wasser- und Bodenverband. Dieser Wasser- und Bodenverband, die sind hier zuständig für unsere ganzen Seen und was wir hier so alles haben, ist relativ langweilig, aber auch dort muss halt eben jemand hin entsandt werden. Und jetzt bin ich ehrlich, keiner von uns wollte. Aber wir haben uns dann gedacht, wir können uns ja mal einen Spaß machen. Wir haben ja, wie gesagt, eine Grüne wurde gewählt. Und da haben wir uns gedacht, wisst ihr was, wir als böse AfD-Fraktion haben ja ein Vorschlagsrecht und schlagen einfach mal die Grüne vor. Habt ihr die Grüne vorgeschlagen? Sehr gut. Ja, also haben wir eiskalt die Grüne vorgeschlagen. Da hast du aber gesehen, wie Gesichter entgleisen können. Der Frau ist alles aus dem Gesicht gefallen. Die war völlig, völlig konsterniert, wie das jetzt passieren konnte. Und hat dann guckte sie wirklich völlig verdattert, wurde dann gefragt, nehmen Sie den Vorschlag an? Da guckte sie noch verdatterter und dann kam sie, ja, also ich fühle mich jetzt also völlig überrascht. Und und irgendeiner von einer anderen Fraktion sagte dann zu ihr, kannst du ruhig annehmen? Und dann sagt die auch noch ja. Das heißt auf gut Deutsch, können wir immer hingehen. Eine Position. Genau, wir können jetzt. Die ergattert. Genau, sitzt die erste Grüne, die auf Vorschlag der AfD eine Position gekriegt hat. Das ist doch mal super.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt Ärger. Ja, vielleicht kriegt sie jetzt Ärger mit ihrer Partei. Ich weiß es ja nicht, aber ich fand das eine gute Geschichte. Reden. Du musst mit allen sprechen, du musst dir alles anhören, du musst mit allen klarkommen. Ja, Demokratie. Das wurde gerade im wunderbarsten Sinne gelebt. Ja. Aber vor allem eine ganz kurze Frage, dass wir uns mal auskennen bei dir. Wie schaut bei euch die Stadtregierung aus? Also welche Partei regiert mit wem? Also wie ist so da die Spiellage, wenn ich das mal so sagen darf? Also, für mich klingt das so ein bisschen nach Kindergartenverhalten. Ist es auch. Ja gut, das ist ja mal generell so. Ist es. Das ist aber das Schlimme an der Geschichte ist, dass es halt einfach nur ein öffentliches Kindergartenverhalten ist von allen Parteien, auch von uns, weil wir dieses Spiel natürlich irgendwo mitspielen müssen. Weil wenn wir es nicht tun, laufen wir unter ferner Liefen. Ne? Das heißt, dann bist du zwar als stärkste Fraktion völlig untergebuttert, weil die ihre oder die anderen ihre Parteigenossen auf die Positionen setzen, die eigentlich theoretisch aufgrund des Wählerwillens auch für uns zur Verfügung stehen müssten. Und wenn wir halt nichts unternehmen, würde das passieren, dann sind wir raus aus der Nummer im Endeffekt und sitzen da 5 Jahre wegen nichts. Also müssen wir ein bisschen mitkämpfen bei der Geschichte. Und hat dann immer sehr viel mit Taktieren und mit hin und her überlegen, wie gehen die vor, was werden die wohl tun, was passiert, wenn das und das passiert, wie reagieren wir darauf und, und. Das Schlimme an der Geschichte ist, das ist wie gesagt öffentlich, das geht dann danach auch durch die Zeitung, ist ja eine öffentliche Sitzung, hat aber eigentlich dann auf die 5 Jahre, die dann jetzt auf uns warten, relativ wenig Einfluss, wenn die Stellen halbwegs sinnvoll besetzt sind. Aber es muss halt halbwegs sinnvoll sein. Und das haben wir jetzt dadurch halt hinbekommen, dass es für uns natürlich nicht schön ist, weil wir nicht den Vorsitz haben, den wir haben sollten. Aber dafür haben wir halt eben jetzt auch nicht die totalen AfD-Gegner im Vorsitz, die uns nur noch niedermachen würden. Sondern wir haben jetzt eigentlich einen Vorsitz, mit dem man arbeiten kann. Nicht perfekt, aber ist okay. Und das muss man halt erreichen, anders kommst du nicht weiter. Na, immerhin. Ja, und danach ist es eigentlich wurscht, gut, weil danach geht es hoffentlich genauso weiter, wie es die letzten 5 Jahre war, nämlich so, dass wir eigentlich alle miteinander reden. Der Einzige, der sich letztes Jahr, also die letzten 5 Jahre, immer aus dem Reden rausgehalten hat, war der eine Grüne, den wir hatten. Der ist jetzt weg, dafür haben wir eine neue Grüne, mal gucken, wie die sich schlägt. Wir werden sehen. Das wird sich zeigen, das muss man jetzt abwarten. Wir gehen erstmal offen auf alle zu und sagen offen, Mensch, wir sprechen mit jedem, wir stimmen Anträgen zu, wenn sie gut sind und nicht, wenn sie von einer bestimmten Partei kommen. Und nur darum geht es uns. Wir wollen Sachpolitik machen, Vernunftspolitik und keine, wir sind hier regional, ja, wir wollen doch hier keine Bundespolitik machen. Wie denn auch? Ist ja völliger Blödsinn, können wir überhaupt nicht, sondern wir sind Regionalpolitiker und wollen das Beste für unsere Leute, nichts anderes. Und das kannst du eigentlich nur erreichen, wenn es alle wollen. Na, der letzte Grüne nicht wirklich. Genau, der letzte Grüne nicht wirklich. Die neue Grüne werden wir sehen. Kenne ich erst seit gestern. Mal gucken, ob sie uns grüßt. Wir werden sehen. Aber abwarten. Ja, aber das war, wie gesagt, Stadtverordnetenversammlung. Wer hat gewonnen? Na, gewonnen, also den Vorsitz. Im Fußball noch keiner, genau, die spielen noch. Den Vorsitz der Stadtverordnetenversammlung hat diese Gemeinschaft für CEDENIC oder gemeinsam für CEDENIC, diese Bürgerinitiative, die haben dort ihren Abgeordneten drin. Mal gucken, wie der wird. Das muss man jetzt, also wir können es ja eh nicht ändern, wir können es uns jetzt nur anschauen und haben aber auch klipp und klar gesagt, dass wir nicht dafür da sind, wir wollen ja da keinen Stunk machen. Wir wollen ja miteinander arbeiten. Aber wir werden uns auch nicht unterbuttern lassen. Das wird halt nicht passieren. Und sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass wir mit 6 Leuten sehr wohl in der Lage sind, sehr gut mitzudiskutieren. Und das werden sie schon noch merken. Bin ich mir ziemlich sicher. Merkel hat noch nicht angerufen. Ich warte aber drauf. Nachdem sie ja jetzt gerade wieder ein Interview gegeben hat, könnte ich mir vorstellen, das kommt bald. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Die mischt ja auch immer mal wieder munter mit, dafür, dass er eigentlich nicht mehr mitmischt. Ja, aber dann, wenn ich schon dabei bin, kann ich ja gleich von vorgestern berichten. Da war der erste Kreistag konstituierend in Oberhavel. Der fing hervorragend an, denn wir hatten dort einen Abgeordneten der Fraktion Die Linke, der Meinung war, zur ersten konstituierenden Kreistagssitzung mit einem Fuck-AfD-T-Shirt aufzutauchen. Was ich ehrlich gesagt... Das hat politisch sehr hohes Niveau.
Das hat unglaublich hohes Niveau politisch und das hat für einen Abgeordneten in einem Kreistag ist das für mich ein absolutes Armutszeugnis, muss ich mal sagen. Ne, und wir sind dann hin, das sollte dann ein großes Gruppenfoto von allen Abgeordneten geben und da haben wir gesagt, wisst ihr was, nicht solange er dieses T-Shirt anhat, da werden wir bestimmt auf kein Gruppenfoto mitkommen. Und daraufhin musste er es ausziehen und wäre sonst der Sitzung verwiesen worden. Das ist auch in Ordnung so, weil als Abgeordneter verhält man sich einfach nicht so. Ein bisschen Anstand sollte man auch als Abgeordneter haben, selbst wenn man von den Linken kommt. Kurze Unterbrechung, Deutschland ist soeben aus dem Turnier ausgeschieden. Juhu! Moment, warum, wieso, weshalb? Naja, 2-1. Spanien hat in der Verlängerung der letzten Minute der Nachspielzeit, der letzten Minute der Verlängerung, haben sie es 2-1 geschossen. Deswegen sind die rausgeflogen. Punkt. Sind sie dann komplett raus oder sind sie dann noch? Jetzt hole ich mir erstmal einen Apfelsaft. Raus. Einen Moment, ich muss mich jetzt. Ein Abfallsaft. Entschuldigung. Oh Mann, echt. Der Wahnsinn. Ja, das war's. Das war aber zu erwarten. Die haben jetzt so lange drumherum gespielt um das Tor, dass die dann irgendwann treffen, war da logisch. Oh, ja, aber sind die dann komplett raus oder sind sie dann nur, kommen sie ja, dann Deutschland irgendwie... hat das Turnier jetzt in dem Moment verlassen. Das ist okay. Viertelfinale, das ist ein K.O.-Spiel. Die haben jetzt das Tor kassiert und damit sind sie raus. Ich überlege ganz kurz. Sie sind wenigstens nicht sang- und klanglos untergegangen. Das war schon mal sehr viel wert. Sie haben echt gut gespielt, aber Viertelfinale ist los jetzt. Lass mich trotzdem noch ganz kurz überlegen. Ist mir egal. Gut. So. Naja, trotz allem. Also nee, das wäre schön gewesen, wenn sie im eigenen Land vielleicht ein bisschen mehr geschafft hätten, aber naja, komm. Nee, da ist, das ist mir wurscht, Gott sei Dank. Ich will nicht abschweifen, aber ich muss ganz klar sagen, also meiner Meinung nach, zu unserer Mannschaft, also was soll da passieren? Ich meine, schau dir doch die an. Schaut euch doch die an. Was kann man doch einer Mannschaft entgegensetzen? Naja. Also ich kann da echt nicht mitreden, weil ich habe von Fußball keine Ahnung. Ich weiß auch früher, 2010, 2006, das waren noch zum Teil echte Männer. Das waren gute Spieler, die waren akkurat und haben gut gespielt. Und heute ist es doch wirklich ein Kindergarten. Ich will nicht sagen, dass die nicht gut gespielt haben. Also ich bin ausgestiegen damals. Turnier auf jeden Fall. Erinnert ihr euch dran, als wir mal Weltmeister geworden sind, als Jogi Löw noch Bundesträger war? Das war das letzte Mal, dass ich mir tatsächlich Fußball angeguckt habe. Danach hat es mich einfach nicht mehr interessiert. Da haben wir alles erreicht, was wir erreicht wollten und danach ist es unwichtig geworden für mich. Ich habe, wenn du mich heute fragst, wie heißt der Bundestrainer, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Julian Nagelsmann heißt er. Ist ja erschreckend, kann passieren. Aber big raus. Ne? Ja. Ja, aber okay, fahr mir fort. Also sorry, ich wollte jetzt nicht... Aber Schmenderle, ich muss auf Schmenderle reagieren. Schmenderle fragt gerade, was ist ein Mann, was eine Frau? Schmenderle, guck, das ist ganz einfach. Kennst du Forrest Gump? Forrest Gump, ne, ihr wisst, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Frauen sind auch wie eine Pralinenschachtel. Manche haben Nüsse. Fragen? Ja, so. mittlerweile, ja. Ja, tut mir leid, der war flach, aber was soll man machen? Der war sehr flach, Fabian. Ist egal. Passt. So. Was haltet ihr denn von dem Partypatriotismus beim Fußball? Von was? Ich wünschte mir, dass diese Stimmung in diesem Land durch dieses Turnier, so wie es in 2006 und 2014 war, dieser Fire Spirit, dass das ein bisschen weitergetragen wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe hier einiges an Nachbarschaft, die mit Deutschlandfähnchen rumlaufen, die Deutschlandfähnchen am Auto haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die heute Abend schon alle demontiert werden, weil man sich dann wieder zurückzieht in seine letzte kleine Ecke und nee, die Deutschen haben schon wieder verloren. Ja, dann ist das so. Das ist ganz schwierig, weil dieser Party-Patriotismus, ich hatte dich eben akustisch nicht ganz verstanden, der ist halt extrem kurzweilig, weil er halt immer nur auf bestimmte Ereignisse fixiert ist. Und ich halte das insofern, es ist schön, dass es mal wieder ein bisschen Patriotismus gibt. Es ist auch sehr schön, dass man endlich mal wieder ein paar Deutschlandfahnen sieht, was ja selten genug ist, nachdem Frau Merkel eine weggeschmissen hat. Die werden dann aber, ja eben, aber die werden recht schnell wieder verschwinden. Und
es ist halt ein gespielter Patriotismus. Das ist eigentlich das Schlimme richtig, dran. Ja. Und das ist halt sehr schade. Dass wir mittlerweile verloren haben, dass wir auf ja, dich dann stolzen. Ja, so. Also ich würde mir auch wünschen, dass halt außerhalb von solchen Events wie Fußball man hier mehr Patriotismus zeigen würde. Richtig. Wird aber nicht passieren. Ist aber relativ schwierig. Die meisten, die Patriotismus zeigen, werden dann als rechtsradikal beschimpft. Genau, das ist halt immer so der Nachteil. Solange die deutsche Bevölkerung noch nicht den Unterschied zwischen rechtsradikal oder extremistisch und patriotisch versteht, solange der Unterschied nicht klar ist, solange brauchen wir dieses Thema eigentlich gar nicht mehr anschneiden. Weil wenn du sagst, du bist stolz auf das Land, bist du rechts. Das geht mir so auf den Sack, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Es ist aber so. Patriotismus mit Nationalchauvinismus. Ja, quasi. Aber ganz im Ernst, das ist ja eigentlich auch deren Game. Also wir können ja da offen darüber reden. Sie möchten jetzt einen Patriotismus nicht. Das möchten sie partout nicht, die linken Parteien. Deswegen hoffe und warum, ich, dass und warum, halt so ein bisschen und warum möchten sie es nicht? Warum? So verschieben kann, dass es irgendwann normal wird. Ja, das wäre schön, aber ja, das wäre wirklich schön. Sie möchten halt eben ihre eigene Agenda durchziehen. Das ist eben in dem Fall mehr Zentralismus, mehr Globo-Homo-Zentralismus, mehr EU, und so weiter und so fort. Das ist eben das, was bei den Linken alles vorschwebt. Und sie möchten ja, definitiv diese Identität möchten sie definitiv demontieren. Das ist das Problem, was wir eben haben. Und keiner muckt da irgendwie auf. Ja, weil sie es ja müssen. Das ist ja genau, sie müssen ja die Identität zerstören im Endeffekt. Ja. Denn du kannst Patrioten nicht erklären, wir geben jetzt im Endeffekt die Regierung nach Brüssel ab. Das kannst du mit Patrioten nicht machen. Das funktioniert nicht. Also musst du gucken, dass du diesen Patriotismus irgendwie erstmal unterdrückst, um diesen Weg überhaupt gehen zu können. Und das ist halt der Weg, den sie unbedingt wollen. Sie wollen ja im Endeffekt nichts anderes als die United States of Europe wollen sie am liebsten haben. Genau. Und ja, das geht halt nicht mit Patrioten, weil Patrioten werden immer sagen, nein, wir wollen ein souveräner Staat bleiben. Und das ist halt genau das Problem. Eigentlich auch echte Konservative und auch echte Liberale. Also eigentlich erschließt sich mich nicht. United States of Europe haben. Ich auch nicht, aber es geht ja darum, ich auch nicht, dass wir feststellen müssen, dass nicht einmal echte Konservative und echte Liberale dagegen was agieren oder dagegen etwas entsetzen, sondern sie machen bei diesem ganzen Scheiß mit. Und das ist ja mittlerweile für jeden erkennbar und deswegen bleibt ja nicht mehr viel übrig. Also eigentlich sind ja alle Parteien mehr oder weniger für diesen EU-Zentralismus. Und das ist einfach eine Gefahr für den Patriotismus. Und das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Jahren diese Entwicklung sehen, dass eben dann nur noch EU-Flaggen gehisst werden. Ab und einmal vielleicht auch die Regenbogenflaggen, das kann auch passieren. Aber dass eben Schwarz und Gold gar nicht mehr vorkommt. Und ich meine, ich kann mich noch an die WM erinnern, 2006 und auch an die WM 2010. Da gab es eben noch wirklich an jeder Ecke Schwarz-Rot-Gold. So. Ja, und das ist auch alles da, weg im kurz, Endeffekt. Zumindest hat man das noch gesehen, aber wenn ich jetzt heute mal bei mir rausschaue, das ist jetzt noch vereinzelt der Fall. Also, das muss man ganz klar sagen. Das ist da geh einfach 10 Jahre zurück. Geh mal 10 Jahre zurück und geh mal in Gedanken durch deine Stadt und überleg mal, in wie vielen Gärten oder so du Deutschlandfahnen gesehen hast. Und dann geh heute mal raus. Und dann siehst du nämlich so gut wie gar keine mehr. Das ist alles verschwunden. Gerade, ich sag mal, Schrebergärten. Schrebergärten hatten früher immer gerne Flaggen dran. Da war dann eine Deutschlandflagge und von mir aus noch irgendwas von drumherum hier, irgendwie, keine Ahnung, der Landkreis oder sonst was. Aber es war eigentlich ganz viel. Ja, ich habe ihn gerade schon lauter gemacht, Nico. Passt schon. Müsste eigentlich klappen. War eigentlich überall Deutschlandflaggen zu sehen. Jetzt sind auch nicht Tausende, aber immerhin. So, und das ist komplett zurückgegangen. Ist eigentlich nichts mehr da. Und wenn wir selbst an unseren Amtsgebäuden die Deutschlandfahne abhängen, um sie dann durch Europa fahren und also die Europafahne ist ja wenigstens schön blau, das ist ja schon mal nett, aber ist halt das falsche Blau, müssen wir nochmal drüber reden. Oder halt eben die Regenbogenfahne, genau. Dann haut das nicht hin. Ja, Tommy, das ist richtig, das ist Brandenburg. Hier sieht man in Gärten tatsächlich Deutschlandfahnen mit AfD-Aufdruck, ja, genau. Das ist halt Brandenburg. So weit würde ich jetzt beispielsweise nicht gehen. Wenn ich Patriotismus walten lasse, dann ist das für mich Hummel! Das Land. Die Partei ist mir eigentlich relativ egal. Moin Hummel! Deutschland ist ja auch Frage Spanien. Hatte ich schon gesagt, Hummel, da war ich etwas schneller. Im Endeffekt. Für mich ist halt auch die Partei nur ein Mittel zum Zweck.
jetzt die Grünen die richtige Politik durchsetzen, dann wäre mir das auch recht. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass die Grünen das machen. Das stimmt. Aber das ist das, was ich ja schon seit vielen Streams sage. Es geht im Endeffekt nie wirklich um die Partei, sondern es geht ja nur darum, dass jeder Mensch für sich selbst sich eine Schnittmenge bilden muss. Er muss gucken, mit welcher Partei habe ich die meisten Schnittmengen und die kann ich entsprechend wählen. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die BSW tatsächlich ernstzunehmend wäre, dann hätte die auch Schnittmengen irgendwo. Oder von mir aus die Werteunion, als die noch eine Chance hatten, überhaupt irgendwas zu werden, was sie sich ja auch kaputt gehauen haben. Dann wären das halt eben Dinge, wo man sagt, okay, wenn du da die meisten Schnittmengen hast, ist das völlig in Ordnung, die dann auch zu wählen oder denen beizutreten oder wie auch immer. Wobei ich immer noch auch der Meinung bin, und ich glaube, damit treffe ich auch den liberalen Po wieder ganz gut, theoretisch wäre es am schönsten, wenn wir ja keine Parteien hätten, weil das Parteiensystem an sich ziemlich doof ist eigentlich, aber es ist halt nun mal da. So, und dann muss ich mir halt selbst überlegen, ich bin da ja so ein Verrückter, ich lade mir alle Parteiprogramme runter, die kriegst du ja alle online, lese mir die alle durch und gucke, was ist für mich, wo kann ich zustimmen, wo kann ich nicht zustimmen und da, wo ich die meiste Zustimmung habe, da bin ich richtig. Und das ist halt momentan die AfD. Kann man das Parteiprogramm der Grünen durchlesen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen? Es ist schwierig. Fabian weint dann immer sehr, sehr bittere Tränen. Also ich muss ihn dann auch wirklich immer hart beruhigen, weil der kommt dann einfach nicht mehr klar auch. Der muss dann unbedingt auch Scum spielen, was sowas heißt wie Abschaum, oder einfach schießen. Weißt du, er kann sonst nicht mehr. Das sind dann so Momente, wo ich auch zum harten Spieler werde. Ich empfehle euch mal alle, da bekomme immer ich einen Wutanfall und das ist mittlerweile öfters der Fall gewesen. Da bekomme ich einen echten Wutausfall. Lest euch mal oder schaut euch mal allein schon den Wahlwerbespot der Volt an. Da kriege ich einen Ausraster. Doch, das müsst ihr mal machen. Das ist der Wahnsinn. Nein, machen wir nicht. Ich hatte ja erzählt, Gott sei Dank. Ich kann das nicht. Ich bin schwach und so. Ich hatte ja erzählt, ich habe ja den Wahlomat gemacht vor der Wahl, einfach mal aus Spaß. Für mich war ja klar, was ich wähle, aber ich wollte ihn trotzdem mal machen und war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass die Grünen bei mir auf dem letzten Platz landen, aber sie wurden von Volt tatsächlich überholt. Und daraufhin habe ich mir deren Homepage angeguckt. Sie haben Volt überholt. Ja, also Volt wurde noch schlechter, genau. Volt war letzter, Grüne waren Vorletzte. Und dann habe ich mir die Homepage von Volt angeguckt und habe so ein bisschen mal da hin und her recherchiert und dann habe ich gesagt, es gibt Dinge, die auf dieser Welt definitiv gar nicht sein können eigentlich und Volt gehört dazu. Das ist ganz, ganz schlimm. Nein, Schmenderle. Und deswegen ist es ja Bullshit, dass jetzt die Grünen verloren haben. Eigentlich ja, Volt ist halt was, weil wenn man eigentlich Europa die, wenn man die EU anbelangt, halt noch extremer als die Grünen. Wenn man die Grünen, die sind voll die EU, dazu addiert, ja. Wenn man diese beiden Parteien dazu addiert, dann wird man feststellen, dass sie sich eigentlich gehalten haben. Also die meisten Grünen-Wähler sind eigentlich dann tatsächlich zur Volt abgewandert. Das heißt, du hast immer noch irgendwie 17% der Deutschen bei der EU-Wahl, die sagen, wir möchten mit diesem Land fertig haben. Wir möchten komplett alles nach Brüssel auslagern und das so schnell wie möglich. Und das ist eigentlich sehr, sehr erschreckend. Und die Volt ist da wirklich radikaler, definitiv radikaler ja. Und natürlich auch viel kulturmarxistischer. Offen kulturmarxistischer, muss man ganz klar sagen. Also die Volt ist, tut mir leid, die ist völlig unterirdisch. Das geht gar nicht. Volt ist wie Grün unwählbar. Und werden als Sozialliberale bezeichnet. Also ich meine, ich war mal früher Sozialliberal. Die sind weder sozial noch liberal. Die sind, genau, das ist alles andere als sozialliberal. Das sind die größten Kulturmarxisten, die es eigentlich gibt. Ja, ganz, ganz schrecklich. Übrigens, wo wir gerade über was, wie hast du es genannt, Omega Pirat? Party-Patriotismus? Party-Patriotismus. Ich gucke gerade hier rechts aus meinem Fenster und sehe gerade den Nachbarn, wie er an seinem kleinen Suzuki Swift die Deutschlandfahnen von der Schwebe montiert. Das ist so das, was mich nervt. Ich meine, ich hab von vornherein gesagt, das wird sehr schwer gegen Spanien und sie werden das Ding mit Sicherheit nicht gewinnen. Ja, sie haben es auch nicht gewonnen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich gleich direkt alles runterreißen muss. Ich verstehe es nicht. Nee. Gut, zurück zum Thema. Ja, na okay, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall mutig, dass es eine Partei gibt, die tatsächlich noch radikaler ist als die Linke und die Grünen. Also das muss man sich ja und ganz schlimm, Volt gendert auf ihrer Homepage und damit sind sie sowieso schon raus. Also komme ich gar nicht klar. Jawohl, Janine, genau, so viel zu deutschen Tugenden.
Das machen ja. aber die Leute. Die Deutschen fahren raus und freust dich. Und dann verlieren sie und du packst die Fahne wieder ein. Schmenderle, ja, die Heimat. Wahlwerbespot gegendert. Die gendern in allem, ja. Klar, ja. Es wundert mich, dass es nicht VoltInnen heißt. Bei dieser Wahlwerbung, da war doch diese Truller da, also die Sprecherin, das war, glaube ich, der erste Part. Die hat ja mit SchülerInnen begonnen und da habe ich schon meinen ersten Anfall bekommen. Da bin ich schon zum ersten Mal ausgerastet. Mit was? Mit SchülerInnen? Genau, mit SchülerInnen. Klimaschutz ist so wichtig und bla bla bla. Und dann hat sie noch so dumm gelacht. Also, das Spot. Den Spot müsst ihr euch mal echt mal reinziehen. Das ist wirklich. Nein, ich ziehe mir den nicht rein. Nein. Nein. Ich sag dir auch warum. Ich sag dir auch, warum ich mir diesen Spot nicht angucken kann. Nicht nur wegen der apokalyptischen Wutanfälle, die da kommen, sondern ich halte es da wie Mario Barth. Ich gendere nicht. Ich habe einen Schulabschluss. Warte. Ich habe ein Bild, das muss ich euch zeigen. Finde ich super. Die neue Gender-Tasse mit HenkelInnen. Hübsch, oder? Eieiei. So. Oh. Lass mir das. Ich konnte nicht anders. Es tut mit mir leid. Ja, warte kurz. Ja, nein, doch nicht. Machen. Ja, nee, zu Schmenderle. Schmenderle sagt, die Heimat ist softer geworden oder ist soft geworden. Das stimmt, die haben sich ein bisschen entschärft. Das war, glaube ich, auch das, also ich behaupte, das war ihr Ziel, sich ein bisschen zu entschärfen, um sich wieder wählbar zu machen. Funktioniert aber nicht, weil wenn du natürlich dir die Protagonisten anguckst, dann sind die an sich nicht softer geworden, sondern sie tun nur so. Das funktioniert halt auch nicht so ganz. So, aber wenn wir schon zu... Da jetzt kennt es Frank Franz, kennt man noch irgendjemanden? Von der Heimat? Ja, leider, ja. Außer Frank Franz. Naja, Frank Franz ist natürlich, den kennst du sowieso. Dann gibt es noch hier Nightline, Generalsekretär Nightline. Sekretär, nicht Sexistär. Generalsekretär, so stimmt es, ja. Alexander Nightline. Ein paar müsste ich jetzt durchgucken, aber so ein paar kennt man tatsächlich, ist aber jetzt nicht die Riesenwelt. Sind auch Leute, mit denen ich tatsächlich nie irgendwie was groß zu tun haben wollte. Im Endeffekt muss man ganz klar sagen, die Heimat oder die NPD oder das ist dann immer noch durch V-Leute durchsetzt. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich ja. Das ist wahrscheinlich in jeder Partei. So wie die AfD auch. Rumhocken. Ja, das auf jeden Fall, ja, auch bei der AfD. Aber irgendwelche Strategien in der AfD, wie man gegen V-Leute vorgeht? Nicht wirklich. Genau, nicht wirklich. Also das Problem ist ja, wenn du, oder andersrum, der Verfassungsschutz hat letztens mal sich geäußert, jetzt gerade in Bezug auf Brandenburg, und hat gesagt, dass hier in Brandenburg sie rund 60 V-Leute in der AfD hätten. Und dann muss man sich halt hinsetzen und sich überlegen, naja gut, wenn ich mir Brandenburg mit unseren Mitgliederzahlen angucke, dann würde das jetzt mal so rein theoretisch bedeuten, dass mehr oder weniger in jedem Ortsverband vielleicht einer drin sitzt. So, das Ziel dieser Aussage des Verfassungsschutzes ist natürlich, dass wir uns jetzt gegenseitig, genau, Verunsicherung, wir sollen uns gegenseitig nicht mehr vertrauen, Spaltung von innen heraus und so weiter, ne? Und wenn man das halt zulässt, hast du schon verloren. Deswegen tun wir das nicht, sondern natürlich guckt man sich seine Leute an, logisch. Aber halt eben immer auf einer Unschuldsvermutungsebene. Du kannst andersrum, wir haben ja Gott sei Dank den großen Vorteil, meiner Meinung nach, zumindest hier bei mir in der Stadt und auch im Landkreis, wir reden offen und ehrlich miteinander und können das auch jederzeit jedem zeigen. Da ist also nichts drin, wo wir sagen würden, was weiß ich, in unseren Telegram-Chats oder wie auch immer verbreiten wir irgendwelche verbotenen Parolen oder so. Das ist einfach gar nicht der Fall. Aber das heißt, ein V-Mann bei uns hat Langeweile, der findet nichts. Mal rein hypothetisch. Könnte nicht theoretisch ein V-Mann vom Verfassungsschutz angewiesen werden, irgendwelche Dinge zu tun, die halt dem Nazi-Klischee entsprechen? Natürlich. Um dann für entsprechende Schlagzeilen zu sorgen. Natürlich, genau das tun die auch.
Also es gibt verschiedene Formen der V-Leute. Es gibt welche, die sind ganz ruhig, die beobachten nur. Es gibt welche, die gehen offensiv raus und versuchen halt Twist zu säen, also Unstimmigkeiten hervorzurufen, Leute gegeneinander aufzuhetzen und so weiter. Und es gibt diejenigen, die auch öffentlich auftreten mit irgendwelchen Hakenkreuz-Symbolen durch die Gegend eiern und so weiter, halt eben einfach nur Ansehen kaputt hauen wollen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie die agieren. Und da muss man immer sehr genau hingucken und sich überlegen, könnte das einer sein, könnte das keiner sein. Aber man will natürlich jetzt auch nicht jedem erstmal nur mit Misstrauen begegnen. Das ist eine ganz schwierige Nummer. Und da kommt es halt immer darauf an, du musst die Leute, mit denen du zu tun hast, kennen. Ja, Robby, der Bernd heißt eigentlich Björn, aber er wird ja gern Bernd genannt. Ich glaube, das ist so ein Überbleibsel aus der Heute-Show. Genau, das ist ein Heute-Show-Spitzner. Hummel wollte eine Frage stellen. Darf ich mal was fragen? Ich glaube, das geht eher an Schmenderle, weil er von der Heimat anfing. Ja, sicher, Hummel, frag. Vor allen Dingen, du brauchst nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Frag einfach ist immer gut. Genau. Mehr als eine Antwort kann dir nicht passieren. Na, könnte sein, dass Mirko wieder irgendwas mit die 50er wollen und so weiter, ne? Aber sonst... Gräbst du jetzt echt das Ding nochmal aus? Weißt du, ich bin ja gar nicht so nachtragend, hat er gesagt. Ja, ich bin nicht, was vor vielen Jahren war, hat er gesagt. Aber richtig. Das schmiert er mir aufs Brot, nur um mir richtig einzugeben. Also Schmenderle, die Frage geht an dich. Habe ich das richtig verstanden, dass du die Heimat gut findest? Also meine Antwort dazu ist nein. Meine Antwort dazu ist nein. Aber Schmenderle darf seine eigene Antwort geben. Da bin ich ja nicht so. Ausnahmsweise. Echt? In deiner diktatorischer Herrschaft lässt du jetzt eine andere Antwort zu? Das geht aber nicht. Na, ich habe letztens noch gesagt, alle müssen miteinander reden dürfen. Also muss ich auch andere Meinungen akzeptieren. Ich muss sie ja nicht gut finden, aber... Mal gucken. Wir warten auf die Antwort. Wir waren ganz gespannt. Alles solch Trommelwirbel und so, ne? Ja, Hummel musste gerade mal googeln, ist nicht so tief drin im Thema. Ja. So, Schmenderle antwortet tatsächlich. Nein, ich finde Frank Franz okay. Auf demselben Level wie Wolfgang Wendland von der APPD. APPD, das war eine Partei, ja. Ja. So, warte mal gerade. Das war noch Zeit. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob man die... Ob man die so direkt vergleichen kann. Naja, also die APPD sind ja definitiv Anarchisten. Also. Richtig. Ja. Aber ganz im Ernst, die waren echt lustig. Also man muss echt sagen, die APPD hat ja wirklich in den 90er Jahren für Spaß gesorgt. Ich bin mal kurz weg. Jo. Mach doch. Wie gesagt, die APPD ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr anarchistisch angehaucht und die haben auf jeden Fall einen guten Wahlkampf gemacht. Also waren gar nicht mal so unterm Radar eigentlich, für ihre Verhältnisse. Also. Aber. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, wen... Also, der einzige Wolfgang Wendland, den ich kenne, das ist der, der ist bei der SPD. Das ist der hier von Die Kassierer. Der Sänger oder Musiker von Die Kassierer. Das ist der einzige Wolfgang Wendland, den ich in der Politik kenne. Und der ist, oder nicht in der Politik direkt offen, aber der ist SPD-Mitglied, so rum. Deswegen bin ich jetzt gerade ein wenig überfragt bei Wolfgang Wendland. Aber ich google mal nebenbei. SPD, APTD, das ist ja eh... Aber den meinst du, ne? Oder nicht, oder doch? Kassierer stimmt. Ja, dann ist das der. So, warte mal. Der war... Also war erst APPD, richtig. Trat dann als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2005 für die APPD an. So.
Und dann SPD. CDU sehe ich tatsächlich nicht. Also, es war vor 20 ich Jahren muss noch mal genau lesen. Okay. Wie ist denn eure Meinung zu den Regierungsauftritten bei der EM? Vor allem die nächtlichen Flüge von Baerbock, schreibt die Janine gerade. Ja, also sehen wir mal davon ab, dass sie schon gegen das Nachtflugverbot ab Flughafen Frankfurt verstoßen hat. Ja, Grün, Umweltschutz, Fliegen, innerdeutsch, scheiß Idee. Nee, ich finde es eigentlich eine gute Idee. Ich finde es eine gute Idee, weil im Endeffekt ist es auf jeden Fall gut für jeden, der schnell von A nach B möchte. Es ist nur problematisch, dass eine Frau wie Baerbock, die ja eigentlich total grün lackiert ist, dass sie eben sagt, fürs Fußvolk will sie es eben nicht haben, das soll alles teurer werden. Und zu der auch verteuert, die Kerosinsteuer gibt es ja schon mittlerweile in diesem Jahr. Und selber, weil sie es kann, steuerfinanziert, macht so einen Auftritt. Und das ist ja eigentlich, was wir bei diesem grünen Bagage tagtäglich sehen, ja, dieser Doppelmoral. Da gibt es eine Ricarda Lang, die davon spricht, dass Zucker ungesund ist. Ja? Also klar, jo, sie was von sich spricht, aber das ist typisch grün, Doppelmoral ohne Ende, fürs Fußvolk das andere, für das Regierung oder für die gehobene Schicht das andere. Das ist eben irgendwie, was für mich nicht klar geht, aber gut, die Wähler quotieren das ja gerade auch ganz gut. Also für ja, mich ist, gehen wir erstmal auf das Flugdingen ein. Es ist halt für eine Baerbock halt unglaublich peinlich, dass sie sich im Endeffekt immer hinstellt und sagt, naja, wir müssen alle weniger fliegen und vor allen Dingen keine Kurzstreckenflüge und man kann doch gefälligst auch mal den Zug nehmen und sie selber hat ja schon mal im Bundestag richtig Ärger dafür, oder was heißt Ärger, sie wurde schon mal zur Rede gestellt, als sie dann zum Beispiel auch geflogen ist, statt den Nachtzug zu nehmen und behauptet hat, dass mit dem Nachtzug, das hätte zeitlich nicht hingehauen, wobei es tatsächlich zwei Verbindungen gab, die gut gepasst hätten. War also alles Quatsch, was sie da erzählt hat. Und dann halt eben sich über ein Flugverbot mit einer Sondergenehmigung hinwegzusetzen und dann doch zu fliegen für, glaube 150 Kilometer oder was das war. Was du also im Endeffekt im Auto mitten in der Nacht mal eben auf einer Arschbacke abreißen kannst. Also das wäre jetzt nicht so das Ding, vor allen Dingen, sie muss ja nicht mal selbst fahren. Wäre das echt kein Thema gewesen. Aber gut, das ist halt Wein saufen, Wasser predigen. Nee, andersrum. Wein predigen, ach, also ihr weißt, doch, war richtig. Wasser predigen, Wein saufen, so rum. Wasser predigen, ist schon richtig. Ja, und das ist aber ja für sie inzwischen typisch. Das muss man ja ganz klar sagen. Was mich viel mehr allerdings ärgert, weil ich sage, bei der Baerbock schaue ich schon gar nicht mehr hin. Die hat bisher noch gar nichts wirklich richtig gemacht. Wieso sollte sie jetzt damit anfangen? Die hat überhaupt nichts richtig gemacht. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass sie ja, irgendwas richtig gemacht hätte. Kann sie ja nicht mal selbst frisieren. Egal. Dann haben wir aber das Problem der Politiker beim Fußball. Ich finde das grundsätzlich erstmal nicht verwerflich, dass die Politiker zum Fußball gehen. Das ist eine Tradition, dass die da sind. Das war auch bisher nie ein Problem. Wo ich das Problem sehe, ist, dass jetzt halt eben immer mehr nicht nur der Fußball, sondern generell sämtliche öffentlichen Sportgeschichten verpolitisiert werden. Das stört mich. Das wird ja beim nächsten Spiel der Türkei wird Erdogan anwesend sein. Genau. Das große Theater mit einem Wolfsgruß, Gedöns, Krams, Geste. Ja, wo ich dann sage, Leute, ihr wart auch da. Warum soll Erdogan? Erdogan kommt, um seine Mannschaft anzufeuern. Ja, warum soll er das denn nicht dürfen? Ja. Ihr seid doch auch alle hin. Ist doch, was ist das für ein Quatsch? Ne? Und dann immer, es gibt hier diese Einteilung in gute Zuschauer, schlechte Zuschauer und gute Menschen, schlechte Menschen. Das ist doch alles Kacke. Was soll denn der Quatsch? Ne? Man muss ja sich das mal angucken und sagen, Leute, es geht um Fußball. Es geht hier nicht um Politik, es geht hier nicht um Krieg, es geht hier nicht um Weltfrieden, es geht um verdammt nochmal Fußball. Sport, nichts anderes. Richtig. Und dass Sport natürlich oder gerade diese Großereignisse natürlich irgendwo politisiert werden, das ist schon immer so gewesen. Aber das Ausmaß nimmt meiner Meinung nach unglaublich zu. Und das darf eigentlich nie sein. Weil ich finde, diesmal war die Regenbogenpropaganda nicht so präsent wie bei der WM. Also haben die ein bisschen zurückgefahren. Doch, das hat am Anfang hat das schon ganz gut angefangen. Ich glaube, das erste Spiel war es,
Ja, ich bin mir nicht sicher. So Fabian, glaube ich, hat es gesehen, wo es um die Nationalhymne ging und wo der Moderator dann direkt einsetzte mit Einigkeit und Recht und Freiheit und Vielfalt. Wo ich dann schon wieder so, was soll denn dieser Blödsinn? Nein, ja, aber Sie sind Sport, aber, Punkt. Ja, aber Sie sind nicht ganz so offensichtlich. Also beim letzten Mal mit Armbinde und Hack und Tralala, das haben Sie sich diesmal gespart. Das ist schon Vorbinde, die auch die Phaser dann umhat. Genau. Das war diesmal nicht so. Ja, das haben sie sich diesmal nicht getraut, weil die Phaser gemerkt hat, dass das nicht so wahnsinnig gut beim Volk angekommen ist. Deswegen hat sie es diesmal, glaube ich, gelassen. Ja, das hätte sie auch vorher wissen müssen. Ich glaube, das wurde ihr erzählt. Glaube ich auch, ja. Ja gut, also halten wir fest. Normalen Leuten haben die auch nichts zu tun. Genau, rausgeflogen sind wir jetzt aus der EM und das... Definitiv, ja. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, nachdem ich jetzt diese Highlight-Szene hier einmal kurz gesehen habe, da wurde ein ganz, 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 ganz klarer Handelfmeter verwehrt. Der wurde verwehrt, der wurde nicht mal geprüft und der hat Hand gespielt, definitiv. Ja, also man kann jetzt lamentieren und diskutieren über Fußball und hätte, wäre, wenn, es abgepfiffen, Spiel ist vorbei. Mhm. Fertig. Also im Endeffekt wie in der Politik. Es gibt eine Wahl und dann musst du damit leben. Und jetzt gibt es halt eine Schiedsrichterentscheidung und dann musst du damit leben. Das ist halt erschreckenderweise so. Wobei mal ganz kurz... Man stellt sich halt die Frage, ob der Schiri vielleicht doch ein bisschen blind auf der Nase war, weil das war so ein deutlicher Elfer, den hast du aus der Mitte vom Stadion gesehen. Aber Moment mal, ganz kurz. Also was mich aufregt, ist einfach diese Technokratie. Also was gilt jetzt? Gilt die Schiedsrichter und die Linienrichter, wie es mal früher gewesen ist. Und da gab es natürlich auch Fehler, weil der Schiedsrichter ist nicht überall. Okay, damit muss man eben leben. Mhm. Damit müssen auch Ergebnisse hingenommen werden, wie sie sind. Alles gar kein Thema. Oder gilt eben die Demokratie, was ich bescheiden finde, nämlich dass hier irgendwie alles, wie beim Spiel Deutschland gegen Dänemark, alles dreifach geprüft wird. Der Spieler schießt ein Tor, er weiß gar nicht, ob es passt oder eben nicht passt, weil dann irgendwelche Idioten da Millimeter-Analysen machen. Also was gilt jetzt da eigentlich? Ich denke mal, wir sollten da wieder mal zurück. Ja, das ist doch einfach... Richtig, klar. Da bin ich aber da auch der Meinung, also wenn wir schon einen VAR einsetzen, den Video Assistant Referee, dann sollte man ihn auch nutzen, wenn er schon im Einsatz ist. Genau. Und dieses Handspiel gerade eben wurde einfach nicht geahndet. Und da hat der VAR nicht eingegriffen. Er hätte aber eingreifen müssen. Ganz einfach, weil, wie gesagt, das hast du aus jeder Perspektive hast du gesehen, dass die Hand am Ball war. Ende. Damit ist es ein Handspiel. Im 16er ist das ein Elfmeter. Punkt. Ja. So, Fabian darf wieder, weil wir haben Fabian jetzt erstmal schön das Wort abgeschnitten mit Fußball. Da hält er sich immer raus. Nö, macht ruhig. Ich überlege gerade, ob ich meine Frau mal erst zwischendrin frage, ob ich mir hier einen Sonnenbrand geholt habe, aber es sieht ganz so aus. Naja. Aber macht mal weiter. Das könnte auch ein Rumpfboden sein, das weiß man nicht so genau. Ja, das ist ja sowieso, aber das habe ich selten am Nacken. Das ist jetzt eher nicht so. Naja, ich weiß nicht, wie du das bei dir hältst, Mirko, mit deinen Schrumpfhoden am Nacken, aber ich hab die da eher nicht. Ja, ich bin ein Halseierwärmer, wie bei Men in Black. Teil 2. Wenn der Ball kein Handspiel angibt, dann ist es keins. Ja, Technik im Ball. Dennoch, das war mehr als nur klar zu sehen. Egal, lange Rede, kurzer Hals. Aber zurück zu unserem Chat. Also das finde ich, muss ich jetzt ja mal dazwischen gehen. Hummel, ich finde das eine mutige, also was heißt mutig? Mutig ist tatsächlich immer so eine Sache, aber ich finde das sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, du willst dich mal mit einem Neonazi unterhalten, warum, weshalb, wieso man auf diesen Weg kommt und warum diese Einstellung so ist. Wie gesagt, gerne berichten. Würde ich tatsächlich auch gerne mal machen, ich kenne aber keinen. Das ist sehr ärgerlich. Ich muss mir auch mal einen suchen. Ich würde das nämlich auch gerne mal verstehen, warum, verstehe ich nicht. Also ich kapiere das einfach nicht, weil vielleicht, keine Ahnung, ich habe das halt anders gelernt. Auch in der Schule haben wir natürlich immer den Zweiten Weltkrieg durchgenommen, bis zum Erbrechen, mehrfach. Sodass man dann eigentlich sagt, eigentlich kannst du nie auf diese Schiene kommen. Aber scheinbar geht es ja doch und ich würde mal gerne wissen, warum. Also das wäre schon interessant. Die müssen ja einen Grund haben, warum, weshalb, wieso sie so eingestellt sind. Würde ich mir mal angucken. Mach doch. Genau, also wenn du da Infos hast, wenn er mit dir geredet hat, sag uns ruhig mal Bescheid, würde mich interessieren. So, Bier trinken in der Sonne verhindert Sonnenbrand im Nacken. Das stimmt. Ich habe allerdings nur Cola und eigentlich habe ich nur Cola Fabian getrunken. Trinkt kein Aber das war eine große Flasche, die musste man nicht so weit nach hinten, weißt du, das ist egal. Aber Fabian, ganz kurze Frage. Ja.
Du hast doch Spezi bestellt vor ein paar Wochen. Ja, haben wir auch getrunken, sie ist auch gekommen. Wie war das? Wollte ich dir ja noch sagen. Also ich, du siehst das ja jetzt wahrscheinlich gerade nicht, aber ich habe hier wieder die Paulaner Spezi in der Hand, weil, ganz ehrlich, die ist wirklich besser. Die ist wirklich besser. Oh je. Also ich bin nicht so hart wie meine Frau. Meine Frau sagt, war eklig, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es war okay, man konnte es trinken, aber die Paulaner Spezi schmeckt deutlich besser. Edge Badge. Ja, ich merke schon. Deswegen will ich ja auch wieder das... Die war mir einfach zu orangenlastig. Schade, der Augsburger Patriotismus bleibt jetzt irgendwie auf der Strecke. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, absolut. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid. Also vielleicht habt ihr Bayern ja da unten im Baziland, ihr habt halt auch andere Geschmacksnerven. Ja, die sind ja alle irgendwie weggeätzt. Das ist halt dann, was ist denn mit dir? Ja, schön. Ja, genau. Hat danke nach Löhmriger Limo und Abwaschwasser geschmeckt. Meine Frau hat es gut zusammengefasst. Meine Frau mag den Dialekt zwar nicht, aber ich liebe das. Ich finde das einfach goldig mit diesem ganzen urigen Dialekt. Das ist grauenvoll hübsch ist das. Naja, ich meine, ihr könnt es ja wunderbar, ne? Es ist ja toll, ich finde sogar die Sprache gar nicht mal schlecht, also das Urbayerisch, da bin ich dann raus, aber so bei dem moderneren Bayerisch, das finde ich auch manchmal noch ganz nett, aber ansonsten, na geh. Schwenderle wird schon wieder richtig pervers, er spricht von Oettinger Export. Alter Falter, das ist wie die eigene Schwester zu lecken. Schmeckt richtig, ist aber falsch. Also das geht nicht. Oh, Entschuldigung. Achte auf die Uhrzeit, Schwender. Ja, Quatsch, Mirko. Oettinger Export, Alter. Falsche Uhrzeit. Alter. Entschuldigung. Soll Leute geben, die pinkeln in ihre Beeren. Das will ich nicht haben. Lassen wir das, reden wir nicht drüber. Ist ja ekelhaft. Einmal in die Flasche pinkeln und wieder trinken, dann hast du ungefähr Oettinger erwischt. Lassen wir das. Reden wir über was anderes. Reden über Politik, ja. Also, eine kurze Frage an Rocking Devils Hobbit. Den Text, den du mir geschickt hast, soll ich den vorlesen oder soll ich den einfach nur lesen? Weil das ist jede Menge Kram. Und das, was du hier geschickt hast, ich meine, ich weiß nicht, hast du das auch dem Fabian geschickt? Wieso schickt meine Frau dir Texte? Was stimmt denn hier nicht? Nein, drüber reden. Achso, als Themenvorschlag quasi. Siehst du, die sagt sie jetzt schon, sagt sie schon dir die Themenvorschläge, weil sie weiß, ich höre eh nicht zu. Nee, jetzt hat sie es mir auch geschickt. Achso, ja. Es geht um die Einigung im Haushaltsstreit. Ich weiß nicht, wie weit du da jetzt drüber reden willst, Fabian, aber ich habe hier von der Janine einen schönen Newsletter gekriegt. Ich auch, ich gucke gerade, was da steht ja eine ganze Menge drin. Das steht hier eine ganze... Das ist ziemlich lange, deswegen frage ich gerade. Also Haushalt müssen wir auf jeden Fall... Haushalt müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Gesundheit. Haushalt müssen wir sowieso drüber reden. Das ist richtig. Ich versuche noch den Rest zu lesen. Was hat sie hier noch Schönes? Das ist ziemlich viel. Ja, glaube ich auch. In dem Einigungspapier vom Haushalt ist die sogenannte Wachstumsinitiative mit drin. Das ist ein Teil der Einigung. Und darin heißt es, um Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen, wird die Bundesregierung steuerliche Anreize für die Arbeitsaufnahme in Deutschland einführen. Dazu können neu zugewanderte Fachkräfte in den ersten 3 Jahren 30, 20 und 10% vom Bruttolohn steuerfrei stellen. Für diese Freistellung werden wir eine Unter- und Obergrenze für den Bruttolohn definieren. Die Regelung wird nach 5 Jahren evaluiert. Ja, ja. Echt nicht. Das ist Wahnsinn. Echt doch. Das Schlimme an der Geschichte ist, wenn man sich diesen tollen neuen Haushaltsplan mal genau anguckt, dann heißt es eigentlich nichts anderes als, komm, wir nehmen neue Schulden auf, geben mehr Geld aus und rechnen damit. Das ist eigentlich das Geile an der Geschichte. Jetzt mal die Steuergeschichten, da komme ich völlig rausgesetzt, sondern sie rechnen eigentlich damit, dass wir ein Wirtschaftswachstum erreichen und dass dadurch zusätzliche Steuereinnahmen reinkommen und die verbasteln sie schon wieder in ihrem Haushalt. Bisher ist es aber so, dass dieses deutliche Wirtschaftswachstum, was sie dort ankündigen, nicht erkennbar ist. Das heißt, dieser Haushalt rechnet mit Zahlen, die momentan einfach völlig aus der Luft gegriffen sind.
Und das macht das Ganze ja. zu einer Luftnummer. Eigentlich kannst du den gleich wieder abschmettern und sagen, Leute, das ist kein Haushaltsplan, das ist Schwachsinn, das ist Wunschdenken, nichts anderes. So, und halt eben, wie gesagt, neue Schulden, neue Schulden, neue Schulden. Was anderes ist es eigentlich nicht. Das Krasse ist ja, wenn man mittlerweile jetzt... Natürlich ist die FDP umgekippt wieder mit ihrer Schuldenbremse. Natürlich, ja, war ja klar. Ja, die FDP ist umgekippt. War aber klar, dass die Partei ja. mit Herrn Lindner wieder da umkippt. Ich hoffe, die FDP fliegt jetzt raus aus dem Bundestag. Partei braucht nee, echt wird sie nicht. Nee, wird sie nicht. Ich war schockiert, dass mit Frau Strack-Zimmermann diese Partei 5% gemacht hat. Ja. Also mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass diese Partei... Ja, das ist... Ja, und vor allem reden das mit dieser Steuerbegünstigung von Fachkräften ist ja im Endeffekt eine Inländerdiskriminierung. Richtig. Und das müsste eigentlich vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden, oder? Es wird auf jeden Fall wieder geprüft werden. Definitiv. Eigentlich muss es einkassiert werden, weil du kannst es nicht erklären, dass ein Migrant, der hier arbeitet, also, weniger Steuern bezahlt als ein... Ja, wir haben schon im Moment die... Geht nicht. Komische Situation, dass wir Politiker haben, also auch eine Regierung haben, die halt wirklich Inländer diskriminiert, beziehungsweise autochthone Deutsche. Ja. Und ja. Migranten bevorzugt. Das ist ja auch sowas wie zum Beispiel, dass die Faeser will ja auch Migrantenquoten im öffentlichen Dienst haben. Das ist im Endeffekt... Das ist auch so ein Unding. Ja, das ist im Endeffekt auch eine Form von Rassismus. Das ist eigentlich eine Rassenidee. Ja, gegenüber dem eigenen Volk. Naja, aber es genau. trägt natürlich Problem, zu der gewünschten Problem, Vermischung bei. Das ist ja genau das was Problem, sie haben das, wollen. Das Problem ist doch ganz eindeutig. Ja, ja. Es kann nicht sein, dass irgendein Trottel hierher kommt und sagt, okay, macht Quoten. Es braucht gar keine Quote. Ja. Es braucht keine Frauenquote, weil das es braucht keine Unterquote, was die Ampel gemacht hat, hat es meiner Meinung nach das Einbürgerungsgesetz. Das Problem ist, also ganz klar, Quoten sind völliger Schwachsinn. So, ja. Weil Quoten haben keinerlei Qualifikation. Wenn wir natürlich eine Qualifikationsquote machen würden, wäre der Erste, der dafür stimmt. Aber dann haben wir das Problem, dass unsere gesamte Regierung genau in dieser Sekunde überhaupt nicht mehr zuständig sein könnte, weil die Qualifikation ist einfach nicht da. So, bei keinem von denen. Das ist schon mal ganz hochinteressant. So, also deswegen wollen sie das auch nicht. Ja, ja, na klar, das wäre schön, aber deswegen wird das die nie beste kommen. Regierung. Genau. Aber. Wenn wir also, ne, Frauenquote bedeutet, da muss eine Frau auf den Stuhl, ob die Qualifikation hat oder nicht. Ist doch völliger Blödsinn. So, Migrantenquote hat genau dasselbe Problem. Ist doch völliger Blödsinn, einfach zu sagen, da muss jetzt ein Migrant drauf, egal ob der die Qualifikation dazu hat oder nicht. Da wird halt auf die Schnelle, so wie du jetzt innerhalb von kürzester Zeit Staatsbürger werden kannst, kriegst du halt eben auch eine Qualifikation hinterhergeschmissen, so nach dem Motto. Das ist völlig bescheuert. Und das dann auch noch steuervergünstigt zu machen und zu sagen, so wir, genau. Also ist ja einmal natürlich eine Diskriminierung der Deutschen und es ist natürlich eine Bevorzugung von Eingewanderten. Das kannst du doch keinem erzählen. Also ich wüsste kein Land, das sowas schon. Macht. Scheinbar schon. Ich weiß nicht, warum man die jetzt alleine mit diesem Steuermodell höher klassifizieren möchte, als die tatsächlich schon seit Jahren hier jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Naja, das Geld dann irgendwo so weit zu erwirtschaften, was hier mit großen Händen verteilt wird. Da habe ich irgendwie ein Problem mit. Das hat mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Ich bin einfach nur sauer, weil das doch schon wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das kotzt mich einfach an. Das ist Problem einfach in jeglicher Form ungerecht. Das Problem ist ja, dass wir jetzt eben... Es hat schon was mit Rassismus zu tun, weil du halt auf Basis deiner Herkunft halt benachteiligt wirst. Richtig. Also ganz kurz jetzt. Das Problem ist jetzt nicht irgendwie Rassismus, nicht Rassismus. Aber laut diesen Linken gibt es ja Rassismus gegen Deutsche und Weiße nicht. Genau, gibt es gar nicht. Ich will mal ganz kurz was sagen. Also nur den Punkt, ökonomisch zu betrachten. Ich bin dabei, Mirko, auf jeden Fall... haben wir ein Problem. Das Problem ist ökonomischer Natur. Wir haben ja auch gute Köpfe in Deutschland, die übrigens jedes Jahr abwandern. So, durch dieses Gesetz werden die letzten verbliebenen Fachkräfte, deutsche Fachkräfte, eben zum Auswandern animiert. Und zwar ins Ausland, dann eben in UK, in USA. Die werden ja schon fast gezwungen. Sie werden gezwungen, ja. Durch dieses Drecksgesetz von dieser Ampel haben wir jetzt die Situation tatsächlich geschaffen, dass die letzten gut qualifizierten Deutschen
abwandern werden. Das ist ein Abwanderungsprogramm und das muss man wirklich deutlich sagen, das ist einfach, ich frage mich, ich meine, die diskutieren das ja alles, ja, im Kabinettstisch und überall, dass dieser Fehler selber nicht irgendwie klarkommt. Diese monetäre Ungerechtigkeit und die Gefahr, dass wir eben dann noch mehr verlieren. Denn welche Fachkräfte kommen denn zu uns? Du gehst da völlig falsch ran. Du sagst, dass denen das nicht auffällt. Erklär mal, wie er richtig rangeht. Ja, naja, weil du gerade gesagt hast, dass denen das nicht auffällt, dass sie damit was kaputt machen. Doch, das fällt denen auf und genau das wollen die. Es liegt ja nicht daran, dass sie das nicht bedacht haben, sondern du sagst, das ist Absicht. Wenn du dir die letzten Jahre, sagen wir mal die letzten 10 Jahre anguckst, besonders in dem Moment, wo Grüne tatsächlich mitgespielt haben, dann merkst du, dass diese Idee des, also einmal des Vermischens der Bevölkerung, das forcieren sie ja bis zum Get-No. Und es gab ja mal diesen tollen grünen Ausspruch von wegen, wir müssen aufhören, deutsch zu sein, wir wollen kein Deutschland mehr, sondern wir wollen halt eben Europastaat sein. Wir wollen dieses Deutsch überhaupt nicht mehr. Und das ist doch der ideale Plan zu sagen, weißt du was, erstens, wir machen die Grenzen auf, wir holen alle rein, die Grünen. Wir holen alle rein, die rein wollen. Und machen dann. Bei den Grünen verstehst du ja, dass sie ein Dach. Ja, aber die anderen hängen doch alle mit am Rockzipfel, das ist ja das Schlimme. Noch einmal, also wie kaputt muss die FDP eigentlich sein, um so einen Scheiß mitzutragen? Weil ich glaube, der FDP ist alles egal. Der ist alles egal geworden, weil sie genau wissen, dass sie total unten unterer Bodensatz geworden sind. Und sie machen alles mit, um die Chance zu kriegen, weiter mitspielen zu können. Sie hoffen darauf, dass die anderen Parteien sie mit unterstützen. Nichts anderes. Ich weiß noch damals unter Schwarz-Gelb mit Westerwelle. Ja? Das war eine Partei, die FDP, da wurdest du abgesägt. Ja, wie in der Wirtschaft. Ja, wenn die Zahlen beschissen waren, wirst du abgesägt. Ich sehe bei dieser Basis nichts. Ich sehe keinen Widerstand bei der FDP-Basis. Richtig. Ich höre und sehe gar nichts. Ich höre auch keinen Kubicki in dieser Frage. Ich höre nur Grillen zirpen. Richtig. Und das ist einfach krass, dass diese Partei sich so offensichtlich selbst aufgibt. Eine liberale Partei, die immer gesagt hat, sie ist für Leistungsgerechtigkeit. Ach. Herkunft ist scheißegal, Geschlecht genauso, es geht um die Leistung, die du erbringst. Alles mach vorbei. Mach dafür eine Politik, dass jetzt irgendwie Frauen und Migranten bevorzugt werden. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen, nicht? Die haben das Libertäre hat die FDP völlig verlernt. Das kennen die gar nicht mehr. Absolut. Die FDP kennt nur noch irgendwie Machterhalt, nichts anderes. Weil sie genau wissen, wenn sie nicht mitspielen, sind sie mit der 5%-Hürde, war es das. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt reine Verschwörungstheorie, ne? Wieder mal Geschwurbel, aber ich könnte mir vorstellen, dass da intern auch Absprachen laufen, dass da irgendwo halt eben versucht wird, die FDP mit drin zu halten, wie auch immer, ne? Dass alle gerne mitspielen, um die FDP dabei zu behalten, damit die ja nicht unter die 5%-Hürde fallen, weil sie die für die nächste Koalition brauchen. Um die AfD zu verhindern zum Beispiel. Das heißt, sie werden versuchen, alle, die sie irgendwie sind, sich irgendwie zu sichern. Und sie werden irgendwie auch versuchen, die FDP zu sichern. In irgendeiner Form, wie auch immer. Ne? Zur Not bringen sie kurz vor der Bundeswahl nochmal irgendwie was rein, dass die 5%-Hürde abgesenkt wird oder so. Ich traue denen alles zu. Ja, ich traue denen auch zu. Es ist aber nur krass, dass die FDP sich so gehen lässt. Das ist einfach das, was mich mittlerweile immer noch verblüfft, obwohl... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, auch der Auftritt von Lindner damals in Corona-Zeiten mit der Impfpflicht, also eigentlich war da für mich schon die Sollbruchstelle. Aber ich wundere mich, dass wirklich jeden Scheiß mitmachen. Das ist mittlerweile ein Zustand, ein Dauerzustand der FDP, das wirklich alles und jeden mitträgt. Und der Wähler wählt noch so eine Partei. Also 5%. Was ich besonders perfide finde an deiner Aussage ist gerade, vergleich das mal mit dem, was die FDP sagt. Naja, das ist das, was du sagst, zählt nichts mehr. Ich höre mir das ja noch, ich habe das heute noch im Ohr, wie der Lindner, ich glaube, es wäre bei Lanz gewesen, mit der Baerbock gesessen hat und wortwörtlich gesagt hat, der Technologie ist es doch egal, wo der Kram herkommt, also der Sprit. Da ging es um den synthetischen Sprit.
wo er ihr dann erklärt hat, dass er mit dem richtigen, mit der richtigen Mischung und dem richtigen Aufbau des CO2-Sprit-Bio-Kram, Ethanol und was nicht alles, seinen Golf 2 genauso klimaneutral fahren könnte wie sie ihren Tesla. Ich höre noch, wie der heute dagegen gewettert hat, wie ein Weltmeister. Ja. Und wie er sie da wirklich auseinandergenommen hat. Aber das ist doch egal, du weißt doch, es zählt nicht mehr, was du... Der Merz hat Ewigkeiten gegen das Heizungsgesetz gewettert, hat erzählt, wie scheiße das doch ist und wie schlimm und alles und so. Und sagt letztens auf irgendeiner komischen Geschichte da, dass sie natürlich voll hinterm Heizungsgesetz, wir brauchen mehr Wärmepumpen und so weiter. Das ist völlig egal, was die erzählen. Das ist auch so ein... Du darfst die alle nicht mehr ernst nehmen, die labern den ganzen Tag irgendwas. Genau, genau. Ja, es machen sich jetzt aber genug Wähler die Illusion, dass die CDU sich mit dem Merz irgendwie geändert hätte. Und genau Leider. Also wir werden 2025 einen Bundeskanzler Merz bekommen, mit Sicherheit. Dann wird es halt irgendwie schwarz-rot oder schwarz-grün werden. Und dann werden die Leute feststellen, oh, da passiert jetzt trotzdem nichts mit der Migration, was man vorher sich hätte schon denken können. Dann wird die AfD hoffentlich noch wieder stärker. Na, das Problem ist, ob wir Merz kriegen, bin ich noch nicht sicher, aber wir werden natürlich eine starke CDU kriegen. Ich glaube, wir bekommen nicht Merz tatsächlich. Eine CDU, die dann wieder linke Politik macht. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass was Folgendes passieren wird, wenn die SPD klug ist, und das ist jetzt ja nicht, aber... Ich weiß, ich frage mich halt, welche... Na, ganz kurz einen Punkt noch. Warte, lass mich mal kurz sagen, wen er will. Ganz kurz einen Punkt, genau. Im Endeffekt ist es eben so, ich kann mir gut vorstellen, dass die SPD Scholz absägt, wie bei Biden hoffentlich bald auch, und dass eben dann Pistorius antritt. Und dann wird es dann eine GroKo geben, angeführt von der SPD. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Deutsche sagen werden, okay, der Merz, der ist mir so technokratisch, so fern, und dann noch mit BlackRock, und dann gibt es auch so komische Geschichten vor der Wahl, dass noch alles aufgewaschen werden mit ARD und ZDF, und dann wird es der Strahlemann der SPD Pistorius werden, und dann gibt es eben eine GroKo. Oder Rot, Schwarz, Grün, keine Ahnung. Aber ich will auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass es wirklich Merz wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass gerade die linke Presse diesen Typen vermöbeln werden. Da kann er noch so lutschig daherkommen und sagen, ich bin fürs Heizungsgesetz. Am Ende... Aber ich sag dir, warum ich sehr wohl Merz glaube. Also ich glaube ihm nicht, sondern ich glaube daran, dass er Bundeskanzler wird, nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Die linksgrüne Presse hat ihn bisher noch nicht zerlegt und die hätten schon längst angefangen damit. Das kommt. Weil das machen die ja immer relativ frühzeitig schon, um lange Zeit zu haben, um ihn zu zerlegen. Und sie haben bisher noch gar nicht angefangen. Null. Und das wundert mich sehr, weil ich hätte damit gerechnet, dass sie ihn kaputt klatschen, so wie sie es bei allen anderen gemacht haben. Aber bisher, ja, vielleicht kommt es kurzfristig, das kann natürlich noch sein. Aber ich habe leider Gottes die Kleinen Paschas, aber hast ja gemerkt, wie schnell das wieder verschwunden ist. Das war ja sofort weg, Schmenderle. Aber das wurde ganz schnell wieder kassiert. Genau, das ging einmal kurz rum und ganz schnell wieder weg damit. Und das ist halt das, was mich wundert, weil normalerweise kommt so eine Aussage von einem Mainstream-Medium Unbeliebten. Wenn die Mainstream-Medien sich dazu entscheiden, nee, den Merz wollen wir nicht, dann hätten die Kleinen Paschas so ausgeschlachtet, dass der nie wieder aufgestanden wäre. Guck dir zum Beispiel Laschet an. Laschet hat im Endeffekt, ich meine, abgesehen davon, dass man sagt, lasset Laschet, ne, das ist so ein, war nicht notwendig. So, aber der hat eigentlich nichts falsch gemacht, außer im Ahrtal zu lachen. Das war sein einziger Fehler. Und den haben die so hoch gepusht, dass er weg war. Dass er einfach nicht mehr, das war erledigt. In dem Moment, als die Presse sich da drauf gestürzt hat, war das erledigt. Und dieses Lachen war tatsächlich natürlich unpassend in diesem Augenblick, überhaupt keine Frage. Aber wenn ich mir heute angucke, wie was weiß ich, ein Olaf durchs Flutgebiet stapft mit seinen Gummistiefelchen, tut mir leid, das ist genauso unpassend. Unpassend. Das ist, den könnten sie also damit genauso erwischen. Und da wäre zum Beispiel die Kleinen Paschas ein deutlich stärkerer Appell geworden. Also damit hätte man ihn noch deutlicher kaputt hauen können als Laschet damals. Ist aber nicht passiert. Ja. Weil sich die Ampel so blöd anstellt, dass sie es gar nicht leisten können. Also sie müssen noch ein bisschen Restglaubwürdigkeit zurechtbasteln, die öffentlichen Medien, und machen jetzt bei diesem Ampelgebäsche mit.
Aber ich glaube, im Wahlkampf werden die dann eben ansetzen und sagen, ah, der böse Merz, der Neoliberale, der BlackRock-Merz, und werden alles nochmal aufkochen. Und ich kann mir dann gut vorstellen, wenn sich die SPD gar nicht so dumm anstellt, dass wir dann eben doch weiter rot regiert werden. Vielleicht dann nicht mit Olaf Scholz, aber vielleicht dann irgendwie mit Pistorius und mit ja, Rot, Schwarz, Grün, Gelb, was weiß ich nicht. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wenn der Pistorius ins Kanzleramt einzieht. Dann haben wir die Wehrpflicht wieder, ja. Ja, das ist, du, damit hätte ich dann nicht mal ein großes Problem, aber wer wird denn dann Verteidigungsminister? Ja, weil... Da holen sie Ursula wieder. Vorher, guck mal, was wir da vorher hatten. Die Christine war ja wohl ein absoluter Reinfall. Die holen Ursula zurück. Und von der ist auch bis heute weder noch mal was zu hören, noch was zu sehen gewesen. What's up, die holen dann Ursula zurück und setzen Strack Zimmermann auf ihren Posten. Und ja, Linden-Uschi, ja genau. Und Oder sie machen Strack Zimmermann. Weil die Wissenschaft das so fordert. Dann ist die Waffe vielleicht kaputt und dann ist die Wissenschaft schuld. Strack Zimmermann gibt ihr EU-Mandat zurück und wird Verteidigungsministerin. Ja. Das wäre der feuchte Traum von Rheinmetall. Das wäre der feuchte Traum von Rheinmetall. Das kommt. Das wird so kommen. Karl Lauterbach, der ist kompetent. Ja, danke. Strack Zimmermann. Wir bekommen Rot, Schwarz, Grün, Gelb. Wir bekommen das. Definitiv. Schmenderle sagt Karl Lauterbach, der ist kompetent. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Karl Lauterbach, der dann sagt, von wegen, die Wissenschaft hat gesagt, wir brauchen mehr Waffen, mehr Munition, und dann sind die Waffen vielleicht kaputt, dann ist die Wissenschaft schuld. Ja, genau, das ist auch völlig okay. Laschet hat Chrupalla Notizen und dämliches Grinsen vorgeworfen. Naja, gut, was soll ich sagen? Was soll er machen? Laschet hat ein ganz großes Problem. Der sitzt da draußen in Aachen und ärgert sich darüber, dass er nicht Kanzler geworden ist. Und der nutzt momentan alles, was er finden kann, um irgendjemanden anzukacken. Weil der ist einfach sauer. So. Kann ich ihm sogar verstehen. Man kann ihn doch eh nicht mehr ernst nehmen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Chrupalla in den letzten Wahlkampfauftritten mit Notizen gesprochen hätte. Der hatte in der Regel immer die Hände frei. Richtig. Viele andere hatten ein Blatt Papier davor oder ein Tablet oder was auch immer, aber der nicht, hat immer frei Schnauze gesprochen. Ist aber was faul. Ja, aber das ist, die hat er ja unterm Tisch oder so. Der ist verbittert. Der ist wirklich verbittert. Und ich verstehe es auch, weil ich denke, wir lachen alle irgendwie irgendwo auch bei unpassenden Situationen. Das ist nun mal so, man möchte das irgendwie versuchen, das irgendwie aufzulockern. Das ist alles, sollte nicht passieren, aber es passiert trotzdem. Das ist nun mal so. Und bei ihm wurde es eben ausgeschlachtet. Also die eine Troller konnte keine Bücher richtig zitieren und er konnte sein Lachen nicht verkneifen. Und dann wurde es eben dann der nichtssagende Schlumpf aus Hamburg. Genau. Das ist eben die Politik der Wahlkampf an U20. Genau so, ja. Und das ist halt... was soll man sagen? Diese Vorwürferei, was die da teilweise an Blödsinn auskramen, um jemanden zu verunglimpfen, sage ich immer, ist eigentlich nicht nötig. Ne? Wenn man sich die jetzige Politik anguckt, dann kannst du die Leute einfach mit ihren Aussagen und ihren Taten schon genug verunglimpfen. Eigentlich brauchst du da nicht auf irgendwelche komischen, blödsinnigen Kleinigkeiten achten. Gibt's genug Sachliches, womit man sie kaputt machen könnte. Aber das ist halt, die Medien sind ja nun mal leider Gottes nicht doof, auch wenn sie links sind, aber blöd sind sie nicht. Die wissen genau, wie Menschen reagieren und wie du deine Schlagzeilen schreiben musst, damit die Menschen darauf anspringen. Das ist deren Job. Die wissen das ganz genau, wie es funktioniert. Und das versuchen sie ja bei der AfD ohne Ende. Unsicherheit. Genau. Lachen ist aber nicht nur ein Zeichen von Unsicherheit, sondern Lachen kann auch ein Zeichen von Überlegenheit sein. Das kommt immer ganz drauf an, eben. Aber, wenn du einen guten Witz reißt und ich lache, bin ich nicht unsicher. Dann bin ich mir sicher, dass er gut war, sonst würde ich nicht lachen. Oder du bist doof. Ich bin doof. Oder ich bin doof, das kann ja sein. Das ist ja, wie ich dir das damals sagte, das hast du ja auch in den Bot geschrieben, wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm. Man merkt es ja nicht, weil man ja tot ist. Nur für die Angehörigen, das ist doof. Und genauso ist es übrigens, wenn man doof ist. Ne? Das ist genau. Na, Hummel, natürlich ist das, geht das natürlich nicht. Natürlich kannst du auf so einem Flutbesuch, gerade dort, wo halt eben Menschen gestorben sind und so weiter, da lachst du normalerweise nicht. Das ist völlig richtig. Ne? Dass es ausgeschlachtet wurde, ist insofern auch völlig okay. Es geht ja nur darum, dass man diese Vergleichbarkeit mal herziehen muss. Ne? Ob dieses Lachen jetzt vergleichbar ist mit anderen Dingen,
für die halt eben Leute auch gegangen sind sozusagen. Paschas von Merz, Lebenslauffälschung von Baerbock. Alleine wenn ich auch so eine Geschichte. Genau, wenn ich mir Gutenberg und Karl Theodor und Annalena miteinander vergleiche, dann merke ich halt eben auch, dass da andere Maßstäbe angelegt werden. Und wenn ich mir dann noch Karl Lauterbach dazu vorstelle, der nämlich bei Gutenberg damals eine Riesenrede gehalten hat, von wegen, er möge doch jetzt bitte zurücktreten, das ist überhaupt keine Schande, wenn er jetzt zurücktritt, sondern ganz im Gegenteil, das zeugt von Charakterstärke, bla bla bla. Und dann kommt Baerbock mit derselben Aktion im Endeffekt. Ja. Und Karl macht nichts. Und dann kommt Karl mit seinen ganzen Fehlern und tritt auch nicht zurück. Und dann ist es halt immer alles so eine zweierlei Maß-Geschichte. Und da sage ich, da ist dieses Lachen, ist ja immer eine Frage der Situation. Natürlich lachst du auf so einer Veranstaltung dort nicht, gar keine Frage. Jetzt kommt es aber darauf an, was ist da gesagt worden? Ne? War das Lachen von ihm oder war das eine Reaktion auf irgendwas, was jemand anders gesagt hat und. Weiß man eben alles nicht hundertprozentig genau. Also es wurde mal drüber geredet, aber ich habe es mir auch nicht angeguckt, weil es mir dann schon wieder wurscht war. Aber jeder macht irgendwo mal Fehler, keine Frage. Und Fehler muss man auch mal verzeihen können, ist auch okay. Dass das jetzt natürlich mit eben 100, ich weiß nicht, waren es 137? Wenn du die Zahl nennst, wird es so gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Bei 137 Toten ist Lachen natürlich nicht die sinnvolle Lösung. Überhaupt keine Frage. Keine gute Idee, ne? Wobei man auch da sagen muss, auch da muss man natürlich irgendwo auch ein bisschen differenzieren. Das ist ja nicht, oder dieses Lachen war garantiert nicht abwertend den Leuten gegenüber gemeint, sondern es hatte irgendeinen ganz anderen Bezug. Wollte ich gerade sagen, ne? Genau. Und das muss man halt eben auch mit dazu bedenken. Ich gehe mal davon aus, dass er sich in der zweiten Reihe mit anderen ihm bekannten Politikern unterhalten hat und die einfach mal nett miteinander gesprochen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass das Lachen wirklich tatsächlich den Toten galt. Natürlich war das deplatziert. Es war deplatziert, gar keine Frage. Da braucht man nicht drüber reden. Das war klar, völlig deplatziert. An den Haaren herbeigezogener Mist. Das hätte man so niemals machen dürfen. Hat er aber gemacht. Die Konsequenzen muss er jetzt tragen. Fertig. Aber vergleich es mit dem privaten Bereich jetzt einfach nur mal so mal kurz übertragen. Ich habe ja jetzt vor kurzem, ist ja meine Mutter gestorben, dann bin ich ja da runter. Und auch auf dieser Beerdigung wurde gelacht. Das ist also natürlich nicht direkt am Grab, weil das macht man einfach nicht, ist ja völlig richtig. Aber zum Beispiel danach in der Gaststätte wurde auch mal gelacht. Das gehört auch dazu. Natürlich war es in diesem Moment besonders mit der Kamera, also gut, er stand ja nicht direkt vor der Kamera, aber trotzdem war es natürlich deplatziert, gar keine Frage. Aber ob das jetzt wirklich ein Grund für diesen kompletten ja, Rufverlust, Totalausfall im Endeffekt war, kann man drüber diskutieren, würde ich sagen. Ja, ja, könnte man. Aber apropos diskutieren. Wir könnten ja vielleicht die Themen mal ein bisschen zusammenziehen. Wir hatten in der letzten Woche in Essen einen Bundesparteitag der FDP. Da wollte ich mal was zu loswerden. Der FDP, der AfD. Der AfD. Ich wollte gerade sagen, von dem weiß ich nichts. Naja, nee, in Essen war die AfD, Guga-Halle, genau. Mhm. Da habe ich zuallererst den Oberbürgermeister von Essen im Ohr, der in allen Interviewsituationen und in jede Kamera getrötet hat, dass es in Essen keinen Platz für Hass und Hetze gibt. Am selben Tag sehe ich Demonstrationen, meistens linker Natur, gegen die AfD oder gegen den AfD-Parteitag mit gewaltsamen Ausschreitungen gegen die Polizisten. Unter anderem gab es da auch Schwerverletzte. Wenn man doch immer wieder betont, so linksgrün, wie man da unterwegs ist, dass es keinen Platz für Gewalt und für Hetze und Hass und sowas gibt, wie kann das dann zustande kommen? Wie kann das sein, dass es dort Gewaltausbrüche gibt? Von den AfD-Leuten habe ich übrigens keinen gesehen oder von Gegendemonstranten gegen die linken Demos, die da irgendwen angegriffen haben sollten. Wer von denen ist denn jetzt der Ja, warte, da komme ich gleich zu. AfDler hat gebissen. Ja, gut, okay. Ja, okay. Mea culpa. Nein, AfDler hat gebissen. Ja, laut seiner Aussage allerdings auch in einer Notwehrsituation. Das mag man jetzt dahinstellen, da kann man jetzt drüber reden. Man kann jetzt auch spekulieren, war das so oder war das nicht. Aber ich bin der Meinung, dass die Gewalt nicht von der AfD ausging. Also zu diesem Parteitag. Zustand. Ja.
Zu diesem Parteitag muss man zwei Kleinigkeiten dazu sagen. Es gab eine Live-Übertragung bei Phoenix. Und ich war ja selber nicht vor Ort, aber ich habe mir die Live-Übertragung angeguckt. Nicht alles, zwischendrin habe ich auch mal was anderes getan, aber einen relativ großen Teil. Sehr geil fand ich, muss ich mal ganz klar sagen, beim Reingehen in diese Krugerhalle wurden AfD-Abgeordnete gefilmt und gefragt, wie steht ihr denn zu den Demonstrationen hier draußen? Und das waren vier oder fünf Leute, die da durchgelaufen sind, und alle vier oder fünf Leute haben gesagt, und das fand ich unglaublich geil, naja, die dürfen ja demonstrieren, das ist ihr gutes Recht. Und damit haben sie recht. Natürlich dürfen sie demonstrieren. Dürfen natürlich demonstrieren. Und das ist auch völlig richtig. Und ich finde es unglaublich super, dass AfD-Abgeordnete da eben nicht auf den Zug aufgesprungen sind, dann da rumzublöken, wie blöd die da alle sind oder sonst was, sondern einfach nur vorbeigegangen sind und gesagt haben, naja, was sollen wir machen? Sie dürfen ja demonstrieren. Ist doch alles in Ordnung. Das ist ihr gutes Recht. Weiß ihr Chef, was sie hier machen. Finde ich super. Und wenn ich das nämlich jetzt mal vergleiche mit zum Beispiel Strack-Zimmermann, muss ich sagen, dann hat die AfD scheinbar diese Geschichte mit der Demokratie deutlich besser verstanden als die anderen. Muss man mal ganz klar so sagen. So, und dazu habe ich dieses wunderhübsche kleine Bildchen, was ich jetzt versuche einzublenden. Klappt es? Ja, ich bin begeistert von mir selbst. Ich habe Discord gepostet zu einem YouTube-Video. Musst du dann abrufen. Gucke ich mir gleich an, jawohl. Ja? Noch was dazu sagen, so ein Bundesparteitag ist ja nach dem Parteigesetz verpflichtend. Richtig. Und wenn man jetzt dafür demonstriert, dass dieser Parteitag nicht stattfinden kann, dann hat man eigentlich ein antidemokratisches bzw. demokratiefeindliches Anliegen. Genau. Vollkommen richtig, weil... Wobei man auch sagen muss, also es ist ja eine Abwägung des Rechts. Also es geht darum... Das ist übrigens sehr schön, Fabian. Es geht eben darum, dass die eine Gruppe einen Parteitag abhält, was auch dann passiert ist. Es gab ja da auch da ein Urteil vom Verwaltungsgericht, dass man das auch entsprechend auch einräumt. Aber der andere Aspekt ist ja eben die Meinungsfreiheit. Und ob die Meinung jetzt demokratiekompatibel ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir haben Meinungsfreiheit. Und deswegen ist es okay, wenn die linken Idioten sagen, wir sind gegen die AfD und möchten, dass der Parteitag hier irgendwie nicht stattfindet. Das macht es nicht besser. Aber juristisch betrachtet haben auch dumme Demonstranten Grundrechte. Das gilt auch für linke Demonstranten und auch für die Wokies. Leider ist gut, das eigentlich richtig. Schlimme aber ist im Endeffekt. Die Wokies finde ich schön. Das ist dann von den Medien als irgendwie demokratisch geframed wird. Das sind die Demokraten, die eigentlich einen Parteitag verhindern wollen. So das Schlimme ist, wenn sie einen Aufruf gemacht hätten zum Beispiel, wir rufen auf, den AfD-Parteitag zu stören oder wir rufen einfach zur Gegendemo auf. Das wäre okay. In dem Moment, wo du aber aufrufst zur Verhinderung eines Parteitages, und das war ja ganz klar, AfD-Parteitag verhindern, so stand das da drauf. Ganz klar, ja. Und das ist eben tatsächlich so nicht in Ordnung rein rechtlich, weil nämlich die Verhinderung eines Parteitages gar nicht sein darf aufgrund unserer Parteiengesetze. Du darfst den nicht verhindern. Und damit ist der Aufruf eigentlich schlichtweg nicht in Ordnung gewesen. Sie können gerne aufrufen zur Gegendemo, zur Kundgebung, zu was weiß ich was, zu die AfD ist scheiße, alles gut. Aber eben nicht zum Verhindern. Das geht nicht. Warum? Egal. Also ich überlege gerade, ob wir die Zwischenpoints umbenennen sollten. Na, die Idee dabei ist aber für mich jetzt, deswegen habe ich dieses Bild eingebaut, weil was hat denn diese Demo eigentlich gebracht? Diese Demo hat 15 verletzte Polizisten gebracht. Ich glaube, die Zahl ist inzwischen korrigiert davon und es waren noch mehr. Ja, ich glaube, es waren inzwischen auch noch mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber auch egal. 25 Festnahmen. Waren tatsächlich 4. Ja, 25 Festnahmen, mindestens 5 brennende oder demolierte Autos. Und dann wird in den Medien berichtet von einem friedlichen, bunten Protest. Und das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Und wenn wir, deswegen dieses Bild, also wenn eine AfD-Demo stattfindet, dann muss ich ganz klar sagen, die AfD-Demos sind zum allergrößten Teil tatsächlich komplett friedlich. Ich habe noch von keiner gehört, die irgendwie ausgeartet wäre. Dann haben wir 0 verletzte Polizisten, 0 Festnahmen, 0 Sachschäden. Und dann heißt es irgendwo eine Reichsfahne. Ja, genau. Und dann heißt es in den Medien, die AfD ruft zu Hass und Ausgrenzung auf. Wie krank kann man sein? Ne? Also das fällt mir überhaupt nichts zu ein. Aber genau das ist der Punkt. Eigentlich ist das Gegenteil das Richtige. Also wir müssen ja ich bin ja kein AfDler, so.
Aber eines ist schon klar. Die AfD wird immer attackiert. Im Wahlkampf, während dem Wahlkampf und auch nach dem Wahlkampf. Und das auch schon zu Zeiten von Bernd Lucke. Also, das muss man ganz klar sagen. Die AfD Hummel, das ist bei linken Demonstrationen auch so. Ja, sprich weiter. Aber ich denke mal, auf jeden Fall ist es schon so, dass die AfD da keine Beachtung bekommt. Also wenn irgendeine grüne Trulla angegriffen wird, dann gibt es ein großes Tohuwabohu. Wenn beim AfDler das Haus beschmiert wird oder auch verdroschen wird oder was auch immer, wird es erstens klein gehalten. Dann liest es, oder wenn dann es geht, ganz es verspielt. Ja, das verdient. Hey. Nein, ja, genau, es ist leider sogar noch viel schlimmer. Das muss ich jetzt mal einfach sagen. Es ist leider noch viel schlimmer. Es ist nämlich teilweise so, dass Mitglieder von anderen Parteien bis hin zu Abgeordneten, egal in welcher Position, ob jetzt regional oder auch tatsächlich Bundestag, Landtag, also dass wirklich Abgeordnete und Parteiangehörige feixend daneben stehen. Und da muss ich halt eben sagen, das würden wir nie tun, weil Gewalt ist in jeglicher Form immer abzulehnen. Ne? Ganz klar. Ja. Und wenn ich halt mitkriege, dass irgendwo auf der Straße irgendjemand verkloppt wird, dann ist es verdammt nochmal meine Pflicht, dazwischen zu gehen. Gut, wenn das jetzt, was weiß ich, sagen wir mal 30 Biker sind und ich bin alleine, dann überlege ich mir das auch und rufe vielleicht lieber die Polizei. Okay. Aber ich würde sagen, du kannst dann aber immerhin noch die Cops rufen. Eben, aber ja. Ich muss halt was unternehmen. Ja. Und ich kann nicht feixend daneben stehen. Und das tun die tatsächlich. Und das geht hast nicht. Ich habe das tatsächlich nicht beobachtet, sondern weil ich war noch nie bei dieser Situation dabei, sondern ich habe das tatsächlich nur von anderen Parteikollegen aus dem Landtag gehört, die das erlebt haben. Deswegen kann ich es jetzt nur als Hörensagen weitergeben. Aber leider Gottes ein Hörensagen, dass man sehr ernst nehmen sollte. Wenn du es direkt aus der Quelle kriegst, ist das natürlich schon ziemlich... Laufen auch entsprechende Anzeigen. Also es ist nicht so, als wäre das... Ne, das kommt nur, merkst du in den Medien natürlich nichts von. Aber da laufen tatsächlich halt Anzeigen wegen diesen Geschichten. Und nö, weil wird wahrscheinlich auch nichts bei rumkommen, wie das immer so ist. Das wird dann irgendwo wieder fallen gelassen und dann war es das. Kennen wir ja inzwischen schon. Aber kommen wir mal zu den Inhalten des AfD-Bundesparteitags in Essen. Es ging ja um eine neue Führung. Es sollte richtig. Ja eigentlich so sein, wenn ich das alles richtig verstanden habe, dass es eigentlich eine einzelne Führungsspitze geben sollte mit dem entsprechenden Parteisekretär Nein. oder was auch immer da im Hintergrund. Nein. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Es ist ja immer noch eine Doppelspitze. Ja, war auch so Weiß nie gesagt. Weiß man denn, warum das so geblieben ist? Na, außer, weil, dass sich die Prozentzahlen verändert haben? Weil es zur Diskussion stand. Es war nie so, dass es geheißen hat, wir müssen jetzt eine Einserspitze bilden. Sondern es stand zur Diskussion. Es gab also verschiedene Möglichkeiten zu wählen. Es gab die Wahl der Doppelspitze okay. oder der Einzelspitze. Es ist die Wahl wieder, ist ja basisdemokratisch sozusagen jetzt in Delegiertenwahl entschieden worden, auf wieder Doppelspitze. Und dann sind auch die entsprechenden Leute haben entsprechende Leute kandidiert und wurden gewählt. Und damit haben wir halt wieder die Doppelspitze. Das war nie, also es war im Gespräch, ob man vielleicht auf eine Einserspitze gehen sollte. Aber es war nie vorgeschrieben, dass es jetzt so sein müsste. Das heißt, okay. Das war vom Wahlverfahren. Ich persönlich kannst du ja auch nicht vorschreiben. Die Doppelspitze auch gar nicht so schlecht, weil das lief doch jetzt auch über viele Jahre schon recht gut. Deswegen habe ich das auch nicht verstanden, warum da jetzt an diesem Konstrukt rumgerüttelt werden sollte. Auch ich finde beide Versionen gar nicht mal so verkehrt. Es wurde auch ein bisschen Zwietracht medial gesät, ist klar, weil man hat immer versucht, die AfD ein bisschen als zerschrittenen Haufen darzustellen. Dass dem nicht so ist, hat sich ja dann gut gezeigt. Ja, man hat so unterschwellig versucht, irgendwie Weidel und Chrupalla auszuspielen. Ja, gegeneinander, genau. Ja. Interessant war, dass Chrupalla tatsächlich mehr Stimmen gekriegt hat. Also ein etwas besseres Ergebnis hatte als Weidel. Das war interessant, weil das, gut, das kann eine gewisse Trendgeschichte auch zeigen kann. An Landkreisklügelei liegen, das kann schon sein, klar, an Wahlgebiete ja. oder so. Da muss man halt wirklich mal gucken. Also für mich, ich hätte tatsächlich auch eine Einserspitze, hätte ich jetzt auch gar nicht mal unbedingt schlecht gefunden, aber ich kann auch sehr gut mit der Doppelspitze leben. Für mich war bei diesem Parteitag eigentlich nur wichtig, dass es irgendwo eine gemeinsame Richtungsweisung geben soll und muss. Dass halt eben diese Flügelgeschichten aufhören, dass halt eben nicht diese Spaltung innerhalb der Partei irgendwo weiter befeuert wird, sondern dass man eben sagt, Leute, wir müssen uns irgendwo ein bisschen kanalisieren in irgendeine Richtung.
Und ich habe einfach die große Hoffnung, dass sie das jetzt hinkriegen, mit dieser Wahl sich wieder bestätigt haben, um da tatsächlich ein bisschen eine klarere Linie reinzukriegen. Dass halt eben nicht so ein Quatsch wieder passiert, wie, was weiß ich, in Thüringen zwei AfD-Varianten bei Höcke, ne? Also einmal Höcke und einmal die andere. Das ist alles Blödsinn, also das muss irgendwo aufhören. Ja, oder wie in Bremen, wo man zwei Listen dann hat. Und genau. Dann noch auch nicht. Und deswegen gar nicht dabei ist. Das ist totaler Mist. Ja. Also mit so einem Scheiß muss aufgehört werden. Und dafür ist es wichtig, ja, dass halt eben da eine gewisse Einigkeit wieder einzieht. Und ich hoffe, dass sie das jetzt auf die Reihe kriegen. Die Weichenstellung dafür ist singen, erstmal. Ja? Ja, na sicher. Und mit Freiheit, bitte. Einigkeit und Recht und Vielfalt. Genau. Vielfalt. ohne die Vielfalt, wobei man ja auch sagen muss, ich habe ja überhaupt, generell habe ich jetzt erstmal überhaupt nichts gegen Vielfalt. Ne? Eine Vielfalt ist für mich sogar wichtig, natürlich, weil ich gehe nämlich verdammt nochmal gerne beim Inder essen oder hol mir einen Döner oder was auch immer. Also Vielfalt muss auch sein. Das wäre auch schlimm, wenn nicht. Es ist immer nur die Frage, ob man die jetzt zur neuen Gottheit hervorrufen muss. Es darf einfach nicht staatlich verordnet werden. Also genau. Ich denke, Deutschland ist nun mal ein Land, was in Europa, mitten in Europa liegt. Und wir haben nun mal eine hohe Auslandsaffinität im Außenhandel. Das ist alles schon gut, aber ich brauche keine übergewichtigen... Keine Verordnung Grünen. Dafür. Ich brauche keine Verordnung, ich brauche vor allem auch keine Dogmatiker, die sagen, jetzt brauchen wir hier irgendwie eine Regenbogenbinde, jetzt brauchen wir Regenbogenflaggen und jetzt muss eben auch dann die Allianz Arena irgendwie in Regenbogen verstrahlt werden. Das alles braucht es nicht und es braucht auch keine Quotierung. Das braucht tatsächlich Und eigentlich sollte wirklich das BVGH da aktiv werden, weil es darf eine Bevorzugung und eine Benachteiligung nicht stattfinden. Das steht so drin im Grundgesetz. Eigentlich müsste das zerschmettert werden und das aufs Schärfste. Das müsste abgewiesen werden. Ich bin mal gespannt, was da wieder hergeschubbelt wird im juristischen Dasein. Ja, hätten Frauenquoten nicht auch abgeschmettert werden müssen? Ja, hätten. Hätten sie. Hätten sie wirklich, ja. Und es ist ein Unding. Es ist ein Unding, dass Frauen bevorzugt werden. Ganz einfach. Wobei natürlich auch zum Punkt der Vielfalt, ne, Punkt der Vielfalt, das muss ich jetzt leider nochmal anbringen, es tut mir echt leid für den liberalen Populisten, es ist auch ein Punkt der Vielfalt, dass es verschiedene Spezi-Sorten gibt und deswegen trinke ich jetzt noch ein Paulaner-Spezi. Tut mir sehr leid für dich. Ich bin tolerant. Kann ja nicht jeder einen guten Geschmack haben, sagst du? Ich bin sehr tolerant und wie gesagt, die einen mögen Paulaner und... Es ist völlig in Ordnung, dass ihr da unten euer Abwaschwasser weiter trinkt. Das ist völlig okay. Fabian, du bist selber einer, der aus dem Süden kommt. Du bist ja eigentlich auch ein Migrant, der jetzt in Brandenburg geflüchtet ist. Richtig. Ja, aber ein Wir sind vom selben Fleische. Wir hatten. Nein, ich bin kein Bayer, ja. Das wollen wir mal. Also, das nicht. Ich bin Badener, Badenser. Ich bin ein sogenanntes. Nur im Chat. Ein echtes Freiburger Bobbele bin ich. Das sagt keinem was. Ne? Also Freiburg kennt, falls jemand Freiburg kennt, wunderschöne Stadt. Und in Freiburg ist ja eine der Städte, die noch aus Urzeiten im gesamten Stadt- oder Innenstadtbereich kleine Bäche haben. Das heißt, das war die frühere Kanalisation. Da gab es keine richtige unterirdische Kanalisation, sondern diese Bäche waren früher tatsächlich so im, ich sag mal, Mittelalter die Kanalisation. Also die ganzen Fäkalien etc. sind über diese Bäche abtransportiert worden. Und diese Bäche wurden nie abgerissen, sind immer noch da, sind jetzt natürlich sauber, wäre ja schlimm, wenn nicht, und fließen also dort durch die ganze Innenstadt. Und ein Freiburger Bobbele, das ist ein Freiburger, der halt in Freiburg geboren ist und auch in Freiburg getauft ist, am besten mit Bächlewasser. Das muss also, ne? Oder halt als Kind im Bächle gespielt hat oder da reingefallen ist, das ist ein Freiburger Bobbele. Und das bin ich, jawohl. Und jetzt bin ich Brandenburger und ich Du bist also, willst du sagen, im wahrsten Sinne des Wortes in die Scheiße gefallen? Im Endeffekt, ja. Okay. Sieht man ja anhand meiner, sagen wir mal, Freunde.
Eben, ich wollte sagen, das erklärt eine Auswahl der, sagen wir mal, Freunde. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du das nicht zurückkriegst, Kollege, ne? Das ist gar kein Problem, damit kann ich sehr gut leben. Ich komme ja ursprünglich aus dem Osten, ich bin ja standardmäßig braun, von daher passt das wieder. Richtig, der Game-Twitcher ist auch da, aber nur im Chat, musste sich das Spiel anschauen. Ja. Oh, ja, Game-Twitcher, da du im Chat bist, muss ich dir ja mal glatt was sagen? Oh, ja, hast du das Interview gesehen, gehört, gelesen, welches oder das Gespräch zwischen, jetzt wollte ich Strack Zimmermann schon wieder sagen, weil diese Frau mich schon in meinen Träumen verfolgt, dieses Wesen. Sie wird hoffentlich die nächste Kommissionspräsidentin. Ja, er mag sie ganz besonders. Wurde schon richtig gestellt. Die Aussage bleibt. Die Aussage bleibt. Ja. Natürlich kann man auch mit den Grünen koalieren. Diese Aussage bleibt. Es tut mir sehr leid für dich. Kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Schon alleine wegen diesem Hin und Her. Hier sage ich mal ja, da sage ich mal nein, dann nehme ich es wieder zurück, dann mache ich es doch wieder anders. Die Landeschefs machen auch alle, was sie wollen. Der eine sagt ja, der nächste sagt nein. Völlig unwählbar. Tut mir echt leid, aber völlig unwählbar. Musste ich dir jetzt einfach mal aufs Boot schubsen. Ich musste mal Fabian tatsächlich mal da zustimmen. Das ist ein Eiertanz. So. Also, du gründest eine Partei, die BSW. Du gründest sie deswegen, weil du diesen Wokismus nicht mittragen möchtest. Um dann zu sagen, wisst ihr was? Am Ende koalieren wir mit den Wokisten. What? Also, das ist eigentlich eine Selbstauflösung auf Raten. Bei der Wertunion war das ja mit Anschlag, ja? Und bei der BSW wird es eben mit Raten sein. Und es müsste eigentlich jedem klar sein, Leute, die die BSW wählen, die Sarah wählen, die Lichtgestalt oder auch den Lafontaine, die verlängern einfach dieses System. Denn am Ende heißt es dann im Osten, Brandenburg und Sachsen, keine Ahnung, heißt es dann okay, CDU plus SPD plus BSW und notfalls mit den Grünen. Das ist es halt. Ja. Am Ende ist es wieder die alte Blockparteienmuster, wie es die DDR schon gekannt hat, tatsächlich. Und das wird jetzt eben wieder wiederholt durch eine Frau Wagenknecht, die war ja früher auch nicht so ganz abgeneigt vom System, also die war ja auch knallharte Sozialistin. Und das ist einfach wirklich schäbig, weil das ist einfach unglaubwürdig. Im Endeffekt geht der Wokismus weiter. Und das ist einfach schlecht. Also ich denke, jeder, der irgendwie gedacht hat, okay, die BSW ist jetzt irgendwie eine linke Alternative, er wird sich täuschen. Ja, sie hat sich dann ja hingestellt und hat dann ja also mit dem Berliner Tagesspiegel danach nochmal geredet, nach dieser Geschichte mit dem Freitag, also der Zeitschrift, der Zeitung der Freitag, und hat sich dann dahingestellt und hat gesagt, es geht, für sie geht es darum, von welchen Parteien sie inhaltlich am weitesten weg wären, und das sind AfD und Grüne. Und dann sagt sie halt eben wörtlich, es wird mit der AfD keine Koalition geben. Aber mit den Grünen möchten wir aus inhaltlichen Gründen auch nicht regieren. Ist wieder eine ganz klare Absage zur AfD und zu den Grünen eine Distanzierung, aber keine klare Absage. Ne? Das, was sie sagt, auch mal auf die Goldwaage legen. Und dann ist halt der Unterschied zwischen es wird keine Koalition geben und wir möchten aus inhaltlichen Gründen auch nicht, ist keine klare Absage. So, und da muss man halt eben auch mal sagen, Mädel, dafür, dass du am Anfang gesagt hast, ja klar könnten wir mit der AfD koalieren, jetzt heißt es wieder doch nicht, dann hieß es zwischendrin mal wieder doch, wir können, jetzt heißt es wieder nein, wir können nicht. Es tut mir leid, aber dann ist auch mal Schluss. Wenn man rein vom Parteiprogramm ausgeht, würde ich sagen, liegen AfD und BSW näher als jetzt BSW und Grüne. Richtig, ja. Richtig. Aber nur, wenn du das Parteiprogramm ernst nimmst. Und das fällt mir sehr schwer. Der schreibt gerade, wenn mit den Grünen koaliert wird, wäre er auch raus. Wir hätten einen Platz für dich. Dann ist er wenigstens gratis. Da würde ich dich jetzt beim Wort nehmen, ja. Also wir hätten einen Platz für dich, da wären wir nicht so. Aber ja, nee, wir müssen es tatsächlich abwarten, aber es ist schon komisch. Ja, aber man muss ja auch schon komisch. Was da für Personen drin sind. Zum Beispiel in Thüringen die Katja Wolf. Hat auch diese ganze Regenbogen-Kacke mitgemacht, als die Oberbürgermeisterin richtig. war. Und richtig. So.
Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, ja, was Omega Pirata mitteilt. Es gibt ja viele andere Köpfe in der BSW. So, beispielsweise die Dame aus Thüringen. Und auch da geht der Wokismus los. Vielleicht nicht so krass wie beim Grünen, aber auch da gibt es so eine Tendenz, wo man eben sagt, okay, AfD ist blöd, Grüne sind besser und am Ende müssen wir Demokraten zusammenhalten. Und die Katja Wolf hat ja auch AfD-Politiker den Handschlag verweigert. Richtig. Echt? Ja, ja. Ja. Erstmal ganz im Ernst, was ist denn das schon nicht mehr menschlich genug? Ja, das ist doch abartig. Naja, man darf nie vergessen, die Katja Wolf hat Sozialpädagogik studiert in Erfurt, ist dann hingegangen und ist zu den Linken gegangen und war dann immer brav bei den Linken und ist drin bei ihr. Die ist im Endeffekt, ja gut, sie ist jetzt zur BSW gewählt, aber ganz ehrlich, die ist immer noch eine Linke, nichts anderes. Und das geht halt vielen anderen BSWlern auch so. Und was, warum sie gewechselt ist, ganz aber wegen Macht. Weil die Linken kaputt gehen. Genau, weil die Alte sich retten möchte, weil sie kann nichts, sie wird nichts, sie ist nur eine Geldverschwendung personifiziert und kostet uns einfach Geld. So einfach ist das. So einfach ist das. Das ist halt, ja, was soll ich sagen? Also da sind mir noch zu viele. Dass ich jetzt so aggressiv werde. Das Schlimme ist, es verbaut. Ich bin kein AfDler, ja. Aber nein, es verbaut gut. Wieder die AfD die Perspektive, dass sie die Wahlen gewinnt, weil die Idioten, diese Dreckspartei wählen werden. BSW. Sie werden die BSW wählen und sie sind ja auch mittlerweile ganz gut in Ostdeutschland. Sie sind ja irgendwo bei. Richtig. Mindestens bei 15%. Also das geht ja alles zu Lasten. Also nicht alles, aber größtenteils zu Lasten der AfD, weil damit fällt es der Perspektive weg. Ja. Und das macht kurz mal eingrätschen auf den Game-Twitcher. Ja. Ja, ruhig. Aber ohne BSW. Nee, du bist ja noch nicht fertig. Ich hätte sonst eingegrätscht auf den Game-Twitcher, der geschrieben hat, hätte ich auch nicht gemacht, also so wie sie gemacht. Aber es ging ihr laut eigener Aussage darum, diesen NPD-Lern vor allem den Handschlag nicht zu geben. Sie hat aber AfD den Handschlag verweigert und nicht den NPD-Lern. Sie hat beiden. Wenn sie den Unterschied zwischen NPD oder beziehungsweise jetzt Heimat und AfD nicht kennt, dann ist das genau das, was ich vorhin am Anfang des Streams sagte, wenn du Patriotismus und Extremismus nicht voneinander unterscheiden kannst, ja, tut's mir leid, dann bist du einfach der Rede nicht wert. Korrekt, einfach. Das ist halt genau der Punkt. Also wenn, dann hätte sie differenzieren müssen. Und da sie nicht differenziert hat, sondern gesagt hat, NPD, AfD ist für sie scheinbar mehr oder weniger dasselbe, dann ist das halt ein Fehler. Wenn sie dann hingeht und sagt, ja, es ging mir darum, nicht dem NPDler oder Heimat oder wie auch immer die Hand zu geben, ja, dann hätte sie einfach diesem nicht die Hand gegeben, aber allen anderen. Korrekt. Und das hat sie eben nicht getan. Und damit kann sie sich da nicht rausreden. Das ist einfach. Man versucht sich dann am Schluss irgendwie zu rechtfertigen und mehr ist es nicht. Ne? Und das klappt halt nicht. Dummes Gelaber. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Die BSW ist mehr oder weniger der Überlebenszweck der Linkspartei. Richtig. Quasi. Im Endeffekt ist das eine Linkspartei von neuer Führung. Genau. Das ist die Linke 2.0, nichts anderes. Genau, mit anderem Namen. Im Grunde genommen ist die Führung nicht mal neu. Stimmt. Naja, Sarah ist immer noch dieselbe. Aber man muss es auch. Das Endziel ist dasselbe. Und der Wähler fällt drauf rein. Ich fass es nicht. Ich fass naja, weil, es nicht. Naja, weil der Wähler. Daran, dass der doofe Deutsche sagt, oh, die ist sympathisch, die wähle ich. Ja, genau, aber das reicht nicht. Es ist die Partei im Hintergrund. Weil sie einmal migrationskritisch war, weil sie einen Schokoladenkuchen in die Gesicht bekommen hat. Deswegen wählen die Leute Sarah Wagenknecht. Das Problem ist, dass also die Wagenknecht natürlich als Zugpferd ist natürlich ideal gewesen, das muss man sagen. Aber was natürlich auch viele Leute anzieht, leider Gottes, ist halt das Wahlprogramm, weil sie hingegangen sind und halt eben die konservativen Punkte dort mit reinzuschreiben. Das Problem ist, dass die meisten Leute eben das einfach jetzt erstmal so glauben und nicht weiter hinterfragen. Und man kann es sich relativ einfach machen. In dem Moment, wo man einfach, was weiß ich, gehen wir mal auf Wikipedia und suchen mal nach BSW-Mitgliedern, dann findet man da auch eine Liste. Und dann guckt man sich die Listen einfach mal an und klickt die Leute mal durch. Und dann merkt man halt, dass, ich will jetzt nicht genaue Zahlen, aber ich sag mal, 90% sind Linke, ehemalige Linke.
Und dann brauche ich mir keinen Kopf darüber zu machen, wie ernst gemeint diese konservativen Ansätze da drin sind, weil die werden alle wieder verschwinden. Die sind halt eben, um Wähler anzuziehen. Nur dafür stehen die drin. Und das wird also ein Riesenproblem werden, weil am Schluss bleibt dann, wenn diese Sachen wieder wegfallen, bleibt die Linke 2.0 übrig, die als Auffanglager für die jetzigen Linken gegolten hat. Nichts anderes. Wenn ich AfD wäre, ja, ich bin es ja nicht, aber wenn ich AfD wäre oder wenn ich die AfD einen Tipp geben würde, ich würde eiskalt sagen, wir machen jetzt eine Anti-Rot-Rot-Grün-Kampagne und dieses andere Rot ist das BSW. Ich würde wirklich sagen, Leute, ihr habt die Wahl, Rot-Rot-Grün oder Blau, und Rot-Rot-Grün ist eben die BSW. So, ganz einfach. Weil ja, im Endeffekt tun wir das schon. Parameter. Ja, im Endeffekt tun wir es schon, nur halt nicht in der Schärfe, weil wir momentan natürlich damit beschäftigt sind, die CDU, also stärker auf die CDU zu gehen, weil wir den Leuten klipp und klar erklären wollen, Leute, denkt dran, wer hat uns den Scheiß eingebrockt? Das waren maßgeblich die CDU, das darf man immer nicht vergessen. Und die CDU tut im Moment gerade so, als wären sie das überhaupt nicht gewesen, und die gesamte Merkel-Zeit existiert irgendwie gar nicht mehr. Und wir sind jetzt gegen alles, was wir selber eingerührt haben. Das muss man halt eben den Leuten auch klipp und klar sagen. Diese Partei ist auch absolut verlogen. Natürlich, natürlich. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, auch da nicht, wie 30% dieser Wählerschaft so bekloppt ist und so eine Partei wählt. Die Partei, die Corona-Verbrechen begangen hat, die Partei, die das Recht einfach so gebrochen hat und das mehrfach, sei es bei Dublin 2 und 3 und sei es aber auch bei den Gesetzen, wenn es um den Euro geht. Richtig. Das ist eine reine Rechtspickerpartei, eine Partei der Korruptionisten. Wie kann man so eine verlogene Partei wählen? Man muss nur zurückdenken an Maskendeals und so weiter. Also ne, da gibt es ja hunderttausende Beispiele. Der Spahn ist immer noch da. Was macht dieses Arschloch? Das haben wir nicht müssen. Was macht der? Der gehört absehen. Der gehört vor Gericht gebracht. Spendende. Was macht der? Was macht der da? Schmenderle, Paulaner Spezi. Alkoholfrei, ja. Ist einfach nur Spezi. Cola, Fanta, Mischdings. Ja, nur weil es eine braune Flasche ist, ich besauf mich hier nicht nebenbei. Das schreibt, die komplette BSW-Basis will eine Koalition, aber zumindest Tolerierung einer Regierung mit AfD. Und genau das nehme ich der BSW-Basis nicht mehr ab. Ich auch nicht. Aber das Problem der CDU, was wir gerade angesprochen haben, ich glaube, dass die CDU... war nicht nur Merkel, es hat mit Kohl angefangen, aber es war CDU. Es war unionsgeführter in die Scheiße reiten. Das ist so. Das war unionsgeführt. Punkt. Die haben uns ziemlich eingebrochen. Sei es beim Euro und beim Asyl, genau. Weil die CDU profitiert momentan, meiner Meinung nach, also die haben ja auch ein paar Wähler dazugekriegt, erschreckenderweise. Jetzt nicht so massiv viele wie zum Beispiel die BSW oder so, aber sie haben ein bisschen zugelegt. Und ich behaupte, dass das immer noch daran liegt, dass dieses Framing gegen die AfD auch nebenbei noch wirkt. Leider Gottes, weil ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Leute in diesem Land haben, die sagen, bei der AfD bin ich mir noch nicht sicher, nachher sind das doch alles Nazis. Ich glaube zwar nicht so ganz dran, aber so sicher bin ich mir auch nicht. Ich nehme mal lieber die CDU. Die sind ja so bodenständig und sich halt damit völlig verkalkulieren. Aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und deswegen muss man den CDU-Wählern immer wieder sagen, Leute, denkt dran, wer hat uns die Scheiße eingebrockt? Und tut jetzt so, als wäre man nicht dran schuld gewesen. Ich habe ja im Studium einen, der ist CSUler. Und der ist auch so auf Gemeindeebene tätig und der kommt eben aus dem Bodensee. Und mit dem diskutiere ich auch immer. Und sage jedes Mal, Weißt du eigentlich, was deine Partei da macht? Und weiß ihr Chef eigentlich, was er da macht? Was? Genau. Ich habe denselben Satz, dass eben die Basis da nicht konform geht. Nur bei den Parteitagen ist es immer irgendwie so, dass sich eben die Basis gar nicht durchsetzt. Also die Basis ist relativ AfD-nah, ist einigermaßen bürgerlich, aber beim Parteitag kommt das nicht durch. Beim Parteitag kommen irgendwelche halbgaren Vollidioten, wie zum Beispiel ein Herrn Wüst oder andere Idioten, die total sozialdemokratisiert sind. Und noch einmal, jede Partei, die es nur erwägt, mit einer grünen Partei zu koalieren, ist unglaubwürdig. Und die Grünen sind einfach im Endeffekt Matroschka-Puppen, die Kulturmarxisten sind, deutschlandfeindlich, linksextrem und so weiter. Ganz einfach.
Es geht ja nicht. Ja, kann ich nichts hinzufügen, stimmt. Ist so. Game Twitcher hat geschrieben, bitte meine obere Nachricht noch lesen. Darüber hatte er geschrieben, das ist schön, weil heute ist er hier in Rot, da erkenne ich das sofort. Die komplette BSW-Basis will eine Koalition, aber zumindest Tolerierung einer Regierung mit AfD. Dazu passt genau das, was der Liberale, also Entschuldigung, der Marktliberale gerade gesagt hat. Dann muss sich die Basis durchsetzen. Haben sie bisher noch nicht getan. Gut, jetzt müssen wir mal abwarten, bis sie mal irgendwo Parteitage machen etc., dass es vielleicht passiert. Bisher ist es halt nicht so drin. Und er hat darüber noch geschrieben, weil ich weiß nicht, ob er den meinte. Wenn ich hier in Baden-Württemberg Landesvorsitzender wäre, würde ich AfD-BSW-Koalition sofort umsetzen. Erklär das mal der Frau Wolf und hier dem Brandenburger. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Weil, unwichtig, aber erklär ihnen das mal. Ja, weil das müssten die nämlich auch mal verstehen. Aber das ist halt genau das Problem, was ich meine, wenn ich sage, da sind rund 90% Linke drin und die wollen es eben nicht. Also zumindest nicht die irgendwo vorne was zu sagen haben. Und wir hoffen ganz stark drauf. Ich glaube tatsächlich, dass am Anfang dieser Partei, dieser Blip da war, dass man eben sagt, okay, wir möchten nicht mit diesem Kulturmarxismus, mit den Grünen zu tun haben. Ich räume es denen ein. Aber wie du es auch gesagt hast, Fabi, 90% oder meinetwegen auch 80%, ist vollkommen egal. Eben. Das wird abgeräumt werden. Das wird nach und nach wird es abgeräumt werden. Nach und denk nach gibt es eben nichts mehr linkskonservativ, sondern einfach Woke-Sozialismus. Ganz Respekt-Schelle. Weil das Wort Woke immer wieder aufgetaucht ist. Fabian, wie wäre es, wenn wir unsere Zwischenpoints in Wokies umbenennen? Die Zwischenpoints zu Wokies, das wäre eine Idee. Das ist übrigens immer noch ein Aufruf für euch alle. Wir haben ja im letzten Stream die wunderbare Idioten-Idee gehabt. Und Mendele, was fällt dir ein? Und haben uns mal eben auf die Schnelle die Domain wokepedia.eu gesichert. Das heißt, die haben uns gesichert. Uns gehört oder uns gehört die also Domain wokepedia.eu. Inhalt dafür. Immer her damit. Genau. Also ne, irgendwas müssen wir da noch an Inhalt reinfummeln und wer da irgendwie gute Ideen hat, immer her damit. Wokepedia möchte ich wirklich gern irgendwie live sehen. Das wäre schon gut. Ja. Ich werde mich drum bemühen, ja. Gehen auch Twitter-Accounts? Naja, müssen wir gucken, aber rein theoretisch, warum nicht? Also, ne, es muss halt so sein, dass man es da veröffentlichen kann, dass du veröffentlichen kann. Jesus, Deutsch heute weg. Ja. Aber die ist, also Wokepedia EU gibt es, ist unsere, können wir benutzen. lasst euch was einfallen. Ja, mega. Also, mega, wer auch immer Spaß dran hat, raushauen. Ja. Cool. Ich merke gerade, dass die noch nicht mit meinem Server verbunden ist und deswegen noch nicht aufgerufen werden kann. Da steht dann immer nur, sie ist vergeben. Ja, ist sie. An mich, verdamm ich. Ja, sie ist vergeben, genau. Stand bei deiner Frau auch dran, nachdem du sie geheiratet hast. Ja. Und dein Schwiegervater, yes! Stand dran, ist vergeben, aber wir können noch drüber diskutieren. Ich nehme Angebote entgegen. Das ist deine, die behältst du mal schön. Die behalte ich. Angebote entgegen. Die behalt mal schön. Du brauchst die Altenpflegerin. Ich. Da muss ich hier nämlich die Domain hinzufügen, weil sonst wird das nichts, dann ist die überhaupt nicht drin. Was ist denn das hier? Scheißendrecks mit Soße. Ja, Hummel, das hätte aber gut sein können, wenn der Depp sich gemeldet hätte, der dich da ordentlich angeburnt hat. Tja, Pech gehabt. Weiß ja nicht, was ihm entgeht. Zack, Domain hinzufügen. So, damit müsste die Domain jetzt dann nämlich auch erreichbar sein. Das war sie nämlich bisher noch nicht. Damn! Im Zweifel leitest du sie erstmal um auf die Landingpage von zwischendurch.net oder so. Ist ja egal. Das werde ich dann auch erstmal tun, aber so ist sie wenigstens schon mal soweit. Ne? Also können wir ran. Können wir ran. Damn yeah. So, die Respekt-Schelle wollte ich jetzt nicht weiter diskutieren, ist aber eine schöne Idee. Schatz, darf ich dir auch diskutieren, weil damit hast du nichts zu tun. Sie guckt böse. Ich glaube, ich darf das nicht. Zu Recht guckt sie böse. Gar völlig nicht. Zu Recht. Gar nie. Also ich bin eigentlich voll lieb, finde ich. Naja, wer was anderes sagt, darüber, ne? Darüber ließe sich jetzt auch wieder vorzüglich diskutieren. Ne? Nein. Das wäre ein abendfüllendes Thema. Das kannst du jetzt nicht machen.
So, wo hatte ich, das wollte ich jetzt eben noch ansprechen, jetzt muss ich nur gerade gucken, wo hatte ich es denn jetzt? The Dame? Irgendwo war sich das doch gerade eben. Hatte sich das. Deswegen kommen wir wahrscheinlich alle so gut miteinander aus. Muss ich nochmal nachschauen. Irgendwo hatte ich nämlich vorhin gelesen, jetzt finde ich es nur auf die Schnelle mal wieder nicht, wie das so ist in meinem Alter, dass ja jetzt der Landesschulverband sich eingemischt hat. Oder war das der Landesschulverband? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall ging es darum, dass dieser Wolfsgruß, der ja auf die grauen Wölfe hinweisen soll, was ja hier zum Beispiel dieser bei wie heißt er noch gleich? Ich werde, glaube ich, Demiral. Demiral hat ja da irgendwie Demiral, ja. Genau, Demiral hat beim Fußball dieses Wolfszeichen gemacht und wurde dann für 2 Spiele gesperrt, weil das darf man ja nicht, wo man dann halt sagen muss, naja gut, es gibt ja den sogenannten Schweigefuchs. Ihr erinnert euch, ne? Schweigefuchs. Mhm. Und dieser Schweigefuchs ist nämlich exakt dasselbe Zeichen. So, und jetzt hat man natürlich ein Problem. Das ist genauso das Problem wie diese Geschichte mit diesem, ich weiß jetzt nicht, wie man das benennen darf, dieser, also beim Tauchen ist das das Zeichen für okay. Ne? Also weil Taucher, wenn die nämlich den Daumen hoch machen, für, ne, dann heißt das auftauchen und eben nicht alles okay, sondern auftauchen. Und deswegen machen die Zeigefinger und Daumen zu einem Kreis und die anderen Finger nach oben. Ich darf das ja jetzt nicht zeigen, ist ja ein verbotenes Symbol. Mhm. Außer du bist unter Wasser, dann geht's komischerweise. Das ist halt irgendwo so ein Schwachsinn unserer heutigen Zeit, dass man irgendwie auf die Idee gekommen ist, man muss jetzt alles, was in irgendeiner Art und Weise irgendetwas bedeuten könnte, erstmal sofort verbieten und ganz schlimm finden. Das fängt an bei Sätzen, ne, für die du relativ hohe Geldstrafen in Höhe von 10 und 16 irgendwas 1000 kriegst. Während andere denselben Satz straffrei sagen dürfen, komischerweise, das ist ganz interessant, geht weiter bei solchen Zeichen, wo man dann sagen muss, Leute, irgendwo haben wir keine anderen Sorgen in diesem Land? Haben wir jetzt wirklich nur noch die Sorge, wie unser Zigeunerschnitzel heißt und welche Handzeichen wir zeigen dürfen? Also das ist ja irgendwo, weiß ich nicht, das ist alles so auf so einer Meta-Ebene, das ist grässlich. Das ist jetzt ein Schnitzel nach Art eines genau, Schnitzel nach Art eines Osteuropäers mit, Rotationseuropäers, genau, eines Rotationseuropäers mit lockerem Verhältnis zu fremden Eigentum, genau. Oder das maximal pigmentierte Ansammlung von raumübergreifendem Großgrün. Ja, das war der Schwarzwald. Jo. Aber ihr sagt, Leute, irgendwann ist auch, ne, man muss die Kirche, nein, Entschuldigung, das Glaubensgebäude deiner Wahl auch mal im Dorf lassen. Wollte ich gerade sagen, wir müssen hier von. Darf man noch Dorf sagen? Das weiß also, ich finde das, echt schwierig, dass du inzwischen müsstest du dir eigentlich, wenn ich muss ja in nächster Zeit auch wieder mehrere Reden halten und muss mich ja dann auf meine Reden normalerweise auch vorbereiten. In den meisten Fällen habe ich das nicht getan und halte meine Reden einfach so. Aber jetzt werde ich mich für Kreistag dann doch ein bisschen mehr vorbereiten müssen, wollen, damit es noch ein bisschen effektiver ist. Das heißt, die Games werden weniger, weil du einfach schlichtweg dafür mehr Zeit brauchst? Nö. Reden schreiben geht relativ zügig. Naja, falls doch, sag Bescheid. Nico, dann müssen wir mehr fahren. Jetzt kommt ja erst die Sommerpause. Da habe ich ganz wenig politisch zu tun. Außer natürlich für mich hier so, für unsere Leute, aber eben nicht mit den ganzen Ausschüssen und so weiter. Insofern ganz ruhig bleiben. Aber theoretisch müsstest du dir jetzt erstmal irgendwo von irgendeinem Amt, ich weiß überhaupt nicht, wer dafür zuständig ist, wahrscheinlich Baerbock, ist auch egal, oder irgendwas anderes Grünes, musst du dir erstmal eine Liste schicken lassen, was du alles nicht sagen darfst. Weil wenn ich jetzt eine ganz normale Rede schreibe, einfach so, wie ich ganz normal rede, dann finden die da bestimmt irgendeinen Satz drin, von dem ich nicht weiß, dass der irgendwann vor 58.211 Jahren mal in einem negativen Zusammenhang gefallen ist. Und schon habe ich ein Problem. Dann wird Fabian der Bernd. Achso, wenn ich du wäre, würde ich einfach die Rede so halten, wie es mir beliebt. Das mache ich auch. Ich werde am Anfang jeder Rede am besten sagen, dass diese Rede sich. Dann gibt es eben Ordnungsrufe und Feierabend. Ja. Neue Ordnungsruf kann ich mit leben. Mir geht es ja nur um, ich will keine Geldstrafe. Du kannst sagen, dass deine Bildung vielleicht nicht ausreicht.
um den Schwachsinn mal, zu verstehen, den die da verzapfen. Du musst ja im Kreistag musst du ja jetzt immer anfangen mit sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Und erst dann beginnt deine Rede. Und dann muss man halt direkt dahinter nachfolgen. Also sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, bitte beachten Sie, diese Rede unterliegt Paragraph 5 der Meinungsfreiheit. Ja. Eventuell anstößige Äußerungen sind satirisch gemeint. Und dann kannst du anfangen. Ja, kannst du. Also vielleicht muss man das jetzt so machen, ich weiß es nicht. Genau. Inhalte bringen. Vielleicht muss man das... Ja, es ist krank geworden, ist wirklich krank geworden. Echt mies, dass du immer erst einen Disclaimer reinkleben musst, damit, bevor du da überhaupt irgendwas sagen kannst. Und dann sagt doch so eine Frau wie Frau Faeser von wegen, wir schränken doch die Meinungsfreiheit gar nicht ein. Doch, tut ihr, verdammt nochmal. Könnt ihr sagen, wie ihr wollt, tut ihr nämlich sehr wohl. Aber das gut. Problem ist aber auch da der Staat. Wir müssen es immer wieder benennen, es ist immer dasselbe, was ich da immer zum Besten gebe. Am Ende ist es immer die Regierung, die uns das Leben schwerer macht. So. Richtig. In diesem Fall ist es eben die Frau Faeser, die sowieso totales Unfall ist, die Frau. Aber es ist eigentlich auch als irgendwie die Minister davor gewesen. Also auch in Demisier beispielsweise hat die Migrationschaos-Situation zugelassen. Und hat auch die Bürgerrechte eingeschränkt. Also im Endeffekt muss man immer kritisch sein, gerade auch beim Innenministerium. Vollkommen egal, ob jetzt rot oder schwarz dominiert oder beherrscht. Am Ende geht es immer an die Bürgerrechte. Leider, ja. Aber jetzt ist halt die Frage, die da bei mir immer, da habe ich zwei Fragen. Die erste Frage würde gehen an den Omega-Pirat. Erstens, wusstest du, dass man diesen jetzt bekannten Höcke-Satz, den ich natürlich nicht wiederholen darf, der aber wunderbar mit unserer Partei zusammenpasst, aufgrund der Abkürzung AfD, wusstest du, dass man den nicht sagen darf, dass das mal eine Parole war? Wusstest du das? Nein, aber jetzt weiß es fast jeder. Jetzt weiß es jeder, ja. Und jetzt hast du das Problem, dass das jetzt auf einmal komplett gesperrt ist. Keiner kann es mehr sagen. Und ich glaube, hätte man diesen Aufstand nicht gemacht, hätte man das einfach ignoriert, ne? Und eben nicht jetzt da ein Exempel statuieren wollen, wüsste das bis heute locker, ich sag mal 98% der Bevölkerung wüssten das nicht. Es wäre niemandem aufgefallen, weil es ja, der Werdegang ist ja ein ganz anderer. Und zwar hat Björn Höcke das mal erklärt, warum, weshalb, wieso das überhaupt dazu gekommen ist bei der Geschichte. Und zwar, der Höcke war eigentlich unscheinbar am Anfang. Der war da, aber keiner hat ihn jetzt irgendwo zum Teufel hochstilisiert. Er war halt einfach da. Und dann gab es eine Situation, an die wir uns, glaube ich, alle erinnern, nämlich die Situation mit Frau Merkel, die so ein Deutschlandfähnchen einem anderen Abgeordneten da aus der Hand gerissen und weggeschmissen hat. Und daraufhin hat sich Höcke, war danach in einem Interview, und brachte eine kleine Deutschlandfahne mit und legte die auf seinem Sessel, wo er da gesessen hat, über die Armlehne. Und darüber hat sich die halbe Welt aufgeregt. Das war aber einfach nur ein Bezug darauf, dass eben die Kanzlerin die Fahne wegschmeißt und deswegen hat er sich selbst eine mitgebracht. Nur darum ging's. Und daraufhin ging's los, den Höcke irgendwie anzugreifen. Und dann wurde er natürlich durch diese ganzen Angriffe... Ja, auch der Extremist und so. Genau, da wurde er dann auch in seinen Äußerungen spitzer, weil er dann gesagt hat, Leute, so nicht. Ne? Wenn ihr mich jetzt so angreift, dann schieße ich auch sozusagen zurück. Und so ist diese ganze Höcke-Geschichte erst aufgekommen. Das lag im Endeffekt nur daran, dass er eine kleine Deutschlandfahne über seine Armlehne gelegt hat. Da ging der ganze Terror los. Aber das Schlimme ist ja nicht... Bildet er sich ja auch ein. Ja, dieser Medienzirkus, das ist nicht das Schlimme, das ist ja das Normale mittlerweile in Deutschland. Das Schlimme ist doch tatsächlich, dass jetzt die Gerichte die Judikative da mitmachen, indem sie ihn verurteilen. Also ich finde, das ist die größte Frechheit, dass er verknackt wird zum zweiten Mal. Und das kann es nicht sein. Das rechtlich total Interessante daran ist? Das rechtlich total Interessante daran ist die Urteilsbegründung. Weil das Urteil an sich kann ja ausfallen, wie es will, aber die Begründung ist wichtig. Und die Begründung ist in diesem Falle, dass er als Geschichtslehrer und als intelligenter, geschichtsbewanderter Mensch das wissen muss. Das heißt, das Gericht setzt das einfach voraus, dass er es wissen muss. Das Witzige ist,
dass man teilweise Staatsrechtler und so weiter gefragt hat, also wirklich Leute, die sowas wirklich wissen müssten, auch Historiker, die sich explizit mit dem Zweiten Weltkrieg befasst haben, dass man die gefragt hat und selbst die wussten es nicht. Aber der Höcke muss es laut Gericht wissen. Und das steht für mich auf unglaublich wackeligen Beinen. Weil wenn du ein Wissenschaftler in einer Disziplin bist, dann weißt du auch nicht jede Kleinigkeit. Ja, eben, ich bin Physiker, eben. Aber ich weiß auch nicht alles in der Physik. Genau so ist es. Du bist halt, du kannst ja nicht auf allem völliger Experte sein. Das geht nun mal nicht. Und das Problem dabei ist, dass du jetzt rein rechtlich gesehen, steht das ja auf extrem wackeligen Füßen, weil theoretisch müsste das Gericht ja erstmal nachweisen, dass Höcke es wusste. Können sie aber gar nicht. Also ich glaube, ja, das wird auch, aber also schwierig, ja noch deswegen wird der rechte Hammer geschwungen und dann ist gut. Ja, ist ja noch nicht rechtskräftig. Ja. Nee, rechtskräftig ja sind sie beide noch nicht. Verstehst du, recht? Entschuldigung. Ja. Also die werden ja in Revision gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch wieder zurückgenommen wird. Ich kann mir das auch vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das in höherer Instanz gehalten werden kann, weil es eben auf wackeligen Füßen steht. Vor allen Dingen, ja, wenn man dann gleichzeitig hingeht und sagt, andere Leute haben es auch gesagt. Das war auch mal eine große Überschrift im Spiegel, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass am Schluss entweder irgendwie nachgewiesen werden muss, dass er es weiß oder gewusst hat. Und solange sie das nicht nachweisen können, kannst du das eigentlich nicht halten. Erinnert mich aber unglaublich an Corona. Weil wenn wir uns mal erinnern, dann war es bei Corona ja so, dass am Anfang hieß es ja, naja, die Impfung, die schützt vor Ansteckung. Dann hat man festgestellt, oh scheiße, ganz viele Impfdurchbrüche, wie kann das denn sein? Also hat man das dann geändert auf, naja, sie schützt nicht unbedingt vor Ansteckung, aber sie schützt vor der Weitergabe. War auch völliger Blödsinn, hat man dann festgestellt. Und ja, dann kam man gesagt, auf einen... Sorgt für einen milderen Verlauf. Dann kam man auf das ganz schmale Brett zu sagen, okay, es schützt vor einem milderen Verlauf, genau richtig. Und das kann man nicht nachweisen. Genau, es gibt dann einen milderen, oder es schützt vor schwerem Verlauf, so rum. Wie willst du das nachweisen? Mit meinen Impfungen, die ich im Körper habe, ich habe umgelegen mit Covid. Und ich kann dir immer noch sagen, ich habe auch heute noch damit zu tun. Ja, aber die Frage ist ja... Ich habe eine ganz schwere Nachwirkung da drin, von der Husterei. Der Impfung. Und ja. Ja. Ja, von Corona. Von der Corona-Erkrankung. Unabhängig von der Impfung hat es mich und meine Frau komplett umgelegt und wirklich über Wochen außer Gefecht gesetzt. Das Problem ist ja, der Esel nennt sich immer zuletzt, scheiße, deutsche Schipperache Arsch. Ja, aber ja, wie gesagt, also der Punkt ist ja eigentlich, dass sie jetzt eine Behauptung aufgestellt haben, die du in keinerlei Weise belegen kannst. Wie willst du belegen, dass du jetzt durch die Impfung einen leichteren Verlauf hattest? Kannst du ja gar nicht belegen. Geht ja gar nicht. Eben. Kann man denn belegen? Ja. Selbst gewählt. Schmendele, was meinst du mit selbst gewählt? Mit Impfung was schon. Ja, das ist eben nicht selbst gewählt. Deswegen möchte ich schon, dass er da vielleicht eine kurze Erklärung zu dem Wort raushaut. Weil nicht jeder hatte Fall die freie Wahl. Leider, ja. Die hatte ich auch nicht. Die hatte ich auch nicht. Wurde Druck gemacht, genau. Sondern im medizinischen Bereich musstest du. Und genauso wie als Soldaten, da gab es de facto eine Impfpflicht, gab es bei den Soldaten genau, und bei den Gesundheitsberufen. Und da der Mirko damals in einem Krankenhaus gearbeitet hat, kam er nicht drum rum. Genauso wie auch meine Frau, sie hat sich sehr lange geweigert, musste aber dann ihren Arbeitsplatz wechseln, also sprich die Firma wechseln. Und als Altenpflegerin hätte sie den neuen Job nicht kriegen können, wenn sie nicht geimpft ist. Dementsprechend musste sie sich aufgrund dieses Zwangs eine Impfung verpassen lassen. Gott sei Dank nur eine. Aber ja, und das ist halt eben ein Riesenproblem. Übrigens, die Impfpflicht der Bundeswehr ist jetzt vor kurzem erst gefallen. Ne? Das ist noch gar nicht lange her. Drei Wochen oder so. Ja, inzwischen ist sie weg. Aber die hat auch echt lange durchgehalten, muss man mal sagen. Ja, aber auch da haben wir natürlich jetzt irgendwo das Problem, dass das Recht nicht mehr das Recht ist. Das ist immer ein bisschen so verklausuliert, aber im Endeffekt ist es ja so, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Ja? Wenn der Staat dir irgendwie an die Wäsche gehen möchte, dann muss er dir beweisen, dass du was verbrochen hast. So. Und das gilt beim Höcke, es gilt aber auch beim Corona. Und noch einmal, wir haben nun mal kein... Ich will es mal komisch ausdrücken. Wir haben bei der Frage Corona
Leben mit Leben verglichen. Also wir haben das Leben quantifiziert. Genau. Und im Grundgesetz, in der Rechtsphilosophie, ist es gar nicht vorgesehen. Richtig. Jedes Leben von uns allen hier ist unendlich viel wert. Ja. Ich weiß nicht, wie es der Physiker sieht, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass, dass die Unendlichkeit nicht greifbar ist. Das ist eine Ansammlung von Kohlenstoffatomen. Auf jeden Fall, du kannst dich irgendwie die Unendlichkeit beliebig irgendwie vermehren. So. Das heißt, dieses Abwägen, die eine Generation, die Jüngeren, die fallen wir komplett gegen die Wand, die sperren wir ein, die entrechten wir, um dann die Alten zu schützen. Sie wurden übrigens nicht geschützt, weil die Alten sind eben trotzdem verstorben und wir haben auch immer noch die höchsten Sterberaten in den letzten Jahren gehabt. Also beide Ziele wurden nicht erreicht. Hm. Ja. Ich habe mal gerade nachgeguckt, die Kohlenstoffatomen gesprochen hat und Physiker und so. Fällt mir gerade noch der Flachwitz mit dem Neutron an, was in die Disco gehen will, sagt der Lars. Auch nicht schon wieder. Verstehe, nicht sorry, schon nur für geladene Gäste. Gott, der ist so alt. Der ist so alt. Ach komm schon, Fabian, komm schon. Hörst du die Bartwickelmaschine rattern, Alter? Prost, aber der ist so alt. Flachwitz, wenigstens. Ja, aber der ist so alt. Ja, nee, ich habe mal gerade nachgeguckt. Das ist doch egal, ob er alt ist. Er ist flach, das reicht. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Du bist auch alt und ich sehe jedes Mal dasselbe. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Ende Mai ist endlich die Impfpflicht gefallen in der Bundeswehr. Das muss man sich mal überlegen, wie lange das nach Corona, Ende nach diesem Mai. Ganzen Gedöns und vor allen Dingen auch nach den ganzen Erkenntnissen, die da schon da waren, dass es also doch nicht so ganz ohne ist und so weiter. Das war ja alles bekannt. Die Nebenwirkungen waren dann auf einmal bekannt und so weiter. Und trotzdem haben sie es noch bis Ende Mai durchgezogen. Also jetzt gerade mal im Endeffekt seit etwas über einem Monat ist es weg. Ohne Ukraine wäre das Ding immer noch da. Aber das haben sie nur deswegen abgeschafft wegen Ukraine, weil sie eben Menschen brauchen oder weil sie eben die Menschen mobilisieren möchten, zur Bundeswehr zu gehen. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Jetzt kommt ja die Vogelgrippe wieder und die ersten Impfstoffe kommen gerade wieder auf den Markt und so weiter. Also wir werden den nächsten Spaß mitmachen. Ja, die Vogelgrippe. Ja. H5N1. War übrigens sofort der Mensch, über den man letztens überhaupt nichts mehr gehört hat, nämlich Drosten, war prompt wieder vor der Kamera. War ja, sofort gesagt, wieder in Alter, den darf nie wahr sein. Wenn ich den sehe, echt. Also, würde mich an seiner Stelle, würde ich mich ganz tief irgendwo im Urwald einbuddeln und hoffen, dass mich keiner findet und mich keiner zur Rechenschaft zieht bei dem, was ich da abgezogen habe. Und jetzt macht er das gleich nochmal. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema, damit wir auch irgendwann in diesem Leben noch weiterkommen. Du hattest ja vorhin mal gesagt, Marktliberaler, dass du nochmal über Biden sprechen wolltest. Und dazu habe ich natürlich eine kurze Direktnachricht, die damit zusammenhängt, nämlich das von Kretschmer. Habt ihr das mitgekriegt? Dass Sachsens Ministerpräsident Kretschmer doch bei hier Dingens bei Maischberger saß und dort eine hervorragende Aussage getroffen hat, die meiner Meinung nach seinen sofortigen Rücktritt und Niederlage sämtlicher politischen Ämter und so weiter nach sich ziehen müsste, aber natürlich nicht tut, indem er sich hingestellt hat und gesagt, stellen Sie sich mal vor, Trump wird gewählt und beendet den Krieg. Wie stehen wir denn dann da? Der Typ ist so krass. Was bitte? Ja? Das hat er so gesagt? Das hat er so gesagt, ja. Wo ich dann sagen muss, da kommt so ein Hampelgesicht. Ich meine, die Sendung war sowieso sehr geil, muss man sagen. In dieser Sendung Maischberger ging es um die AfD. Dann kommt da zu Wort, zu Wort kommt dort ein linksgrüner Journalist, noch einer, eine linksgrüne Journalistin, also sprich, wie viele AfDler kamen denn dazu? Warte doch mal, Mann. Also linksgrüne Journalisten, von der AfD selber keiner, aber halt eben Kretschmer noch dazu. Man spricht also wie immer über die AfD, nicht mit der AfD, das kennen wir ja inzwischen, weil man ja festgestellt hat, mit der AfD zu sprechen, ist gar nicht so eine gute Idee, weil verdammt nochmal, die haben ja Argumente, das ist ja scheiße. Ne? Das können wir ja nicht machen. Fand ich besonders geil damals nach dem Auftritt von Chrupalla, wo dann auf einmal geschrien wurde, oh, den Chrupalla, du sollen bitte nicht mehr einladen, kam dann von links-grün der Ecke, bitte nicht mehr den Chrupalla einladen, dem dürfen wir keine Bühne geben. Warum? Weil der dieses Gespräch dominiert hat gegen drei andere. Und das hat denen mal gar nicht gepasst. Keine Bühne geben, finde ich total witzig. Ja. Naja, aber wie gesagt, also diese Aussage, dass der Kretschmer im Endeffekt Angst davor hat, dass der Trump gewinnt und den Krieg beendet und damit dann für ihn oder für unsere jetzige
kriegslüsterne Regierung eigentlich ja alles zusammenbricht. Weil das Narrativ ist ja, da wiederholt sich ein Stück weit. Das Narrativ ist ja, dass du diesen Krieg nicht beenden kannst durch Diplomatie oder durch Gespräche, sondern nur durch Endsieg. Ja, ich weiß nicht, wie wir wieder auf dieses schmale Brett gekommen sind, aber ist so. Ne? Die Ukraine, der Selenskyj sagt, die Russland muss total zerstört werden und so weiter und so fort. Ne? Also wir müssen mit Waffen besiegen. Und jetzt stell dir vor, Trump macht das wahr, was er gesagt hat, gewinnt die Wahl, nimmt das Telefon, ruft Putin an und der Krieg ist beendet. Stell dir das mal vor. Dann ist dieses gesamte Narrativ, was sie uns hier über die Ohren gedrückt haben, andauernd und immer wieder, innerhalb dieser Sekunde komplett in sich zusammengefallen, also und dann stehen sie alle da mit nacktem Arsch in der Sonne. Der Putin hatte das ja schon mal vor 2014 oder was. Und auch da hat es ja dann schon Diskussionen gegeben, als es dann um den Maidan ging. Danach gab es ja irgendwann mal, als Herr Trump an die Macht kam, ein Telefonat zwischen ihm und Putin. Mhm. So, oder soll es gegeben haben, das hat er mal irgendwann in einem Interview rausgehauen, der Trump. Und da hat dann musste Putin ihn gefragt haben, was wäre denn passiert, wenn ich da schon reingemarschiert wäre und du wärst Präsident gewesen. Dann hätte er gesagt, dann hätte ich deine Türme zerbombt. So, und da war direkt Ruhe, weißt du? Also, Thomas, ja, herzlich willkommen. Trump das schon zu, dass er mit entsprechenden Argumenten dem Putin schon den Wind aus den Segeln nimmt oder eben so viel Wind gibt, dass die Richtung am Ende stimmt und dieser Scheiß endlich aufhört, damit erstmal das Blutvergießen aufhört. Na, das Interessante ist eigentlich, dass man... Ich finde es krass, dass es CDUler gibt, zum Beispiel diesen Vollidioten aus Sachsen und vor allem dann auch noch andere Gestalten, zum Beispiel auch Kiesewetter, solche obskuren Gestalten, die Krieg wollen. Ja. Sie wollen den Krieg. Anders kann man sich das nicht erklären. Anders das kann ist man reine, das reines, reine Kriegstreiberei, sie was da abläuft. Sie wollen den Krieg, ja. Also, ja. Das ist eigentlich wirklich wie in den 40er Jahren. Sorry, ich muss diesen Vergleich bringen. Das ist doch so abartig, dass wir hier Leute haben, die werden gewählt und man denkt, okay, hoffentlich werden die alles richtig machen und sie wenden Schaden nicht ab, sondern sie richten Schaden an und das mit Vorsatz. Ja. Und das ist einfach unsäglich. Das ist unsäglich. Und der ganz kurz zwischenrein. Das wäre natürlich ein Ding. Ja. Ganz kurz zwischenrein. Erstmal der Thomas ist neu dazugekommen. Moin Thomas. Und der Thomas hat gefragt, wo ich in den letzten 2 bis 3 Tagen war. Kann ich dir erklären? Ich war erst eingespannt mit Kreistagssitzung, dann eingespannt mit SVV, also hier Stadtverordneten-Sitzung. Also auf gut Deutsch, meine Abende waren in letzter Zeit verdammt lang und lagen leider nicht am Computer. Dementsprechend, ja, so ist es. Aber ich lebe noch, dann sicher. Denkst du, ist ja völlig logisch. Ich habe auch nicht spielen können in den letzten Tagen, so ein Scheiß. Aber jetzt weiter zur US-Wahl. Nachdem wir Kretschmer ja mit seiner blödsinnigen Aussage, haben wir ja. US-Wahl. Die Frage ist, was passiert? Die Frage ist, wenn ich das mal sagen darf, auch da, wie moralisch bin ich eigentlich zerfallen oder muss man zerfallen sein, dass ich als Sohn oder Ehefrau zu einem alten Mann so offenkundig bloßstelle, so offenkundig ins Messer laufen lassen. Also versuchen wir doch einfach mal die Politik mal auszublenden, ja? Wir sehen hier einen Mann, der ist offenkundig nicht Herr seiner Sinne, leider. Und ich muss wirklich sagen, mir tut er wirklich leid. Ja. Und dann ist so ein Miststück um die Ecke, ja, blondiert und sagt, du hast alle Fragen beantwortet, du hast alles super gemacht, wir werden die Wahlen gewinnen. Ja, genau, die alte. Ich merke mir die Namen von diesen Gestalten nicht, weil das ist einfach wirklich gedankenlos. Den habe ich auch gesehen, da dachte ich, oh mein so, Gott. Genau, also wie moralisch zerfressen muss man eigentlich sein, um das seinen eigenen Mann anzutun? Also das ist doch wirklich moralisch eine Bankrotterklärung. So. Ja. Was ich mich frage, ist, wer regiert das Land? Weil der Na, Joe Biden, Biden nicht. Kann irgendwie nicht sagen. Nein, aber schon lange nicht. Der amerikanische Präsident wird hier immer dargestellt als der mächtigste Mann der Welt. Das ist leider Quatsch. Weil der ist zwar am Ende des Tages ist er immer noch Oberbefehlshaber der Armee. Ja, gut. Aber der macht nichts, aber auch gar nichts alleine. Der ist umringt von Beratern und, die alle an ihm zerren und machen und tun. Entscheiden tut er am Schluss so gut wie gar nichts. Man muss mal,
Das ist klingt jetzt blöd, aber es gibt eine Serie auf Netflix, die hieß Dingens. Dingens hieß die. Ja. Die wie auch hieß die denn? Ja. Ja. Designated Survivor. Designated Survivor. House of Cards ist auch interessant, ja. Also House of Cards, ja, sollte genau, man sich mal angucken. Weiß, ja. Und Designated Survivor. Designated Survivor ist insofern hochinteressant, als dass es ja oder fußt auf dieser Geschichte, dass, oder auf der Tatsache, wenn es große politische Treffen gibt, wo alle zusammenkommen, hier der gesamte Stab und so weiter und so fort, dann gibt es immer irgendwo einen so einen kleinen Minister, irgendeinen, den keiner braucht, also irgendwas Unwichtiges. Und der darf nicht mit hinkommen, sondern der geht dann tatsächlich in einen Bunker und wird da bewacht, dass, falls etwas passieren sollte, die Regierungsgeschäfte weitergehen können. Das heißt, der muss dann die Regierung übernehmen. Und in dieser Serie passiert das natürlich auch genau so, ist ja logisch, ne? Also die treffen sich alle, da kommt eine große Bombe und niemand ist übrig. Und er muss halt eben als Designated Survivor da die Regierung übernehmen und hat vorher irgendwie Stadtplanung oder sowas gemacht. Das Interessante daran ist zu sehen in dieser Serie, wie halt eben alle an ihm zerren, weil das tatsächlich ziemlich realitätsnah ist. Natürlich ist es eine Serie, natürlich ist da auch viel Fiktion mit reingebastelt und so weiter, aber die politische Grundrichtung da drin, die stimmt. Und deswegen kann man sich das ruhig mal angucken, dass es, ich sag mal, die erste Staffel reicht, danach wird es langweilig, aber die erste Staffel ist mal ganz interessant. Und einfach um zu verstehen, wie das im Weißen Haus abläuft, weil da ist es nämlich auch nicht so, dass er da durchläuft und alle machen, was er will, sondern das läuft eigentlich ganz anders. Er macht im Endeffekt das, was die anderen alle wollen. Ne, der hat da seinen Stab um sich rum und der ist eine reine Marionette. Ich denke schon, dass man da, also ich denke nicht, dass es wirklich so einen Deep State gibt, das glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass man natürlich dann auch als Fachberater, auch als Minister irgendwie einen Einfluss geltend machen kann. So. Definitiv, ja. Beim einen mehr, beim einen weniger. Ich denke, beim beiden ist es eindeutig, dass man das ganz klar ausspielt. Und das ist auf jeden Fall offensichtlich, weil ich finde, ja, aber deswegen ist er ein idealer Kandidat. Richtig. Der ist ein absolut idealer Kandidat, weil findet ja nicht mal den Weg zu seinem Schreibtisch alleine. Ne? Also den kannst du steuern in allem. Genau. Aber das geht natürlich auf Dauer nicht. Mittlerweile das Problem ist, dass er jetzt selbst zu den Linken, also das ist seine eigene Bubble jetzt, ja, nicht mehr nachvollziehbar ist, dass er die Wahl gewinnen kann. Also ich meine, was ist, wenn er die zweite Debatte auch versenkt? Die ist dann im September, glaube ich. Und im September ist dann November gar nicht mal so weit weg, sind noch ein paar Wochen. Also das werden die Wähler nicht vergessen. Also noch so ein Auftritt mit Onkel Joe und dann war's das. Dann hat Trump gewonnen. Da kann passieren, was es will. Also ja, mittlerweile schreit man ja ganz mächtig nach Michelle Obama. Genau. Also haben sie ja schon angefangen. Sie müssten Biden absägen. Oder Biden geht alleine, ja. Weil absägen kannst du ihn eigentlich nicht. Das geht schwierig, weil er ist ja gewählt worden. Also die Vorwahlen gelten ja. Es ist also juristisch schwierig zu erklären. Leute, ihr habt ihn gewählt. Das interessiert uns aber nicht. Genau. Das heißt, im Endeffekt muss er zurücktreten oder zum Rücktritt gebracht werden. Und dann muss ein neuer Kandidat gezaubert werden. Und dann ist die Frage, hat wer macht das nicht schon mal zurückgetreten werden? Bei wem hatte ich denn das mal zurückgetreten werden? Der muss mal werden? Zurückgetreten werden, ja. Also bei beiden ist es ja definitiv so, dass die Demokraten, also seine eigenen Leute, im Endeffekt drüber nachdenken, wie sie jetzt reagieren sollen. Weil alle wissen, dass er dieses Duell nicht nur verloren hat, sondern dass das ein absolutes Desaster war. Erzähl mal, Schmendele. Es ist ein Desaster gewesen und ich finde... Und jetzt überlegen sie. Und dann hast du natürlich, was weiß ich... Es gab ja auch die Sequenz danach. Also danach kam ja dann... Die Sequenz wurde ja dann eben dann ausgestrahlt in seinen Netzwerken, wie dann er nicht einmal die Treppe runtergehen konnte. Ja. Also Trump hat sich dann wieder dann verschüsst Richtung Ecke. Und dann kam eben dann die Jill, die Alte, keine Ahnung, wie die heißt, und hat dann seinen Mann nach unten geführt, regelrecht. Er konnte aber nicht mehr die Treppe runtergehen. So. Komm, Kleiner, also, ich bring dich runter. Genau. Ja. So ungefähr, genau. Mhm. Und das
der kann nicht wahlkämpfen. Und noch einmal, so ein Mann gehört altersgerecht behandelt. Richtig. Ich wünsche ihm ein schönes Leben. Ich wünsche, dass er nicht hier irgendwie zerrieben wird, weil das macht man nicht. Das ist eine ganz ethische Frage. Genau. Ich bin jetzt kein Freund von Trump. Ich bin jetzt kein Freund von Biden. Überhaupt nicht. Für mich ist er ein Sozialist. Aber der ist jetzt über 80. Er kann es offenkundig nicht. Und er muss erlöst werden. Also mit erlöst meine ich jetzt vom Amt entbunden werden. Das ist in den Staaten immer schwierig. Erlöst wird ja in der Regel im Gnadenschoß. Das kannst du ja in den Staaten nicht mehr machen. Das ist ein bisschen hart formuliert, aber er muss auf jeden Fall entbunden werden. Na, aber entbunden werden ist auch schlecht. Ein Kreissaal ist gerade nicht da. Aber Er muss entbunden werden. Irgendwie muss er da weg. Er muss da weg. Entbunden werden ist auch schön. So, und jetzt haben wir die Demokraten sich hingesetzt und haben überlegt, was machen wir denn? Jetzt haben sie natürlich ein paar Möglichkeiten. Es gibt einmal hier, ob sie Kamala Harris aufbauen, die könnte man, wäre ein Versuch. Dann könnte man hingehen, da gibt es auch hier der Clyburn heißt er, glaube ich, Jim Clyburn, ist ein afroamerikanischer, man muss es ja richtig ausdrücken, afroamerikanischer Politiker und gilt als der einflussreichste afroamerikanische Politiker nach Barack Obama. Und der hat schon gesagt, er würde Harris unterstützen. Das Interessante an der Geschichte ist aber, dass am Mittwoch gab es ein Treffen mit dem Präsidenten im Weißen Haus. Da sind alle demokratischen Gouverneure aufgetaucht, also 23 demokratische Gouverneure. Haben die so und, viele? Ja, 23 Demokraten gibt es da. Und die sind da alle gekommen. Und von diesen 23 sind anschließend, am Ende des Treffens, nur drei von 23 sind dann vor die Journalisten getreten, um ihre Unterstützung für Biden zu bekunden. Das heißt, nur noch drei. 20 hat er mal eben verloren. Also eigentlich ist das Ding durch. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Eigentlich ist das durch. Und jetzt muss man halt eben gucken, wen machst du da? Wenn es selber geht, kann man da diskutieren. Ja, aber du musst jetzt jemanden auf die Schnelle finden, mit dem du eine Chance hast. Und das wird für die Demokraten schwierig. Man kann das in den USA ganz einfach regeln. Das geht ganz einfach. In den USA spielt ja Geld doch eine relativ große Rolle. So. Und es kann gut sein, dass das auch, ja, das finde ich auch sogar gar nicht mal so schlecht, aber Geld spielt eine Rolle. So, es kann gut sein, dass dann irgendwelche nette Herren kommen bei der DNC und sagen, Leute, entweder ihr wechselt aus oder es gibt kein Geld. Und dann wird man sich ganz schnell entscheiden, wie man dann anspannen wird. Fabian hat es gerade schon erwähnt, Kamala Harris, ich weiß nicht, ob die Alte durchkommt, weil die ist extrem unbeliebt, ist auch total blass. Gemäß den Umfragen nicht. Ja. Ich habe Sorge, dass es der Gouverneur wird von Kalifornien. Da habe ich sehr große Sorgen, weil das ist ein übler Sozialist und das ist wirklich schrecklich. Also wenn der kommt, dann haben wir dann die UdSSR dann bei der anderen Seite des Atlantiks und nicht mehr bei uns. Aber glaubt man den Medien, die jetzt hier so ein bisschen, ich glaube, die Welt ist es gewesen, wo es drin stand, was für Umfragen da so herrschen, wünschen sich viele Amerikaner dann unter den Demokraten nur die Michelle Obama. Die wäre laut den Umfragen auch die einzige Kandidatin, stünde sie denn zur Verfügung, die in der Lage wäre, Trump zu überholen. Direkt. Was ich nicht verstehen kann. Das, ja, ich auch nicht, aber es ist halt so. Oder Mirko. Ich nehme das einfach nur hin. Oder Clinton kommt zurück. Ja. Das wäre doch mal was. Clinton gegen Trump 2.0. Oh Gott, nein, das bloß geil. Nicht. Bloß nicht. Das war so eine geile Debatte, ganz im Ernst. Das war so geil. Das war herrlich. Das war echt herrlich. Auch mit Hillary, das war doch ganz witzig. Das war ganz witzig. Das war so geil. Also ich habe... Da macht Cola trinken und Chips richtig Spaß. Das war wirklich eine geile Debatte. Ich würde tatsächlich inzwischen so weit gehen zu sagen, wisst ihr was, mich würde jetzt tatsächlich eiskalt mal der Wahlsieg von Trump interessieren. Ich hätte da Bock drauf, der soll das Ding gewinnen. Und ich will dann tatsächlich, alleine wegen Kretschmers Aussage, will ich, dass der wirklich einfach, dass er das mal durchzieht. Was meinst du, was das für ein Aufschrei auf einmal wäre?
Wenn das klappen würde, ja, wenn wir uns jetzt einfach mal... Das wäre dann EU-weit. Ja, oder es gibt noch eine Alternative, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist der Demokrat oder Republikaner? Das muss ich erstmal nachgucken. Raus. Oder weiß das jemand auf die Schnelle? Schwarzenegger, was ist er? Republikaner. GOP, Republikaner. Okay. Ja, definitiv. Schade. Aber ein linker Republikaner. Ja, aber wär wiederum sehr cool, weil... müsste man jetzt einfach mal sagen, wisst ihr was, wählt doch einfach Schwarzenegger, der hat sich letztens so wunderbar über, nee, er kann es nicht werden, leider, aber der hat sich in letzter Zeit so hervorragend über Deutschland geäußert, dass mir das schon wieder ein inneres Häschen kuscheln wäre, weißt du, weil der sich hingestellt hat und gesagt, die sind alle bescheuert da, ich weiß gar nicht, was die da machen, die bescheuertste Politik seit Jahrzehnten, was die da gerade abziehen, also, wunderbar, wie gesagt, Mann, der hat es verstanden wenigstens, ich war ja, der darf nicht, das ist es. Wieder einmarschieren, das wäre vielleicht auch Megapirat hat was hat er denn gesagt? Ja, er hat er, was, wo, wer, wann, wo? Habe ich gar nicht gelesen. Also, Omega-Pirat. Ja, ich habe jetzt den Voice-Chat gefragt. Was hat er denn gesagt? Ja, so wie ich es gerade gesagt habe. Er hat sich hingesetzt und hat halt eben gesagt, warte, hier ist es sogar geschrieben. Vielleicht kann ich das, genau. Es ging besonders um die Energiewende. Da hat er sich halt eben für den deutschen Kurs in der Klima- und Umweltpolitik hat er sich da echauffiert sozusagen. Und hat halt eben dort erklärt, wie kann man, ja genau, und wie kann man hingehen und sagen, die haben Nein gesagt zu sauberer Energie, also zu Atom, und sagen dann gleichzeitig Ja zu Kohle und Erdgas, was die Welt noch mehr verschmutzt, und erzählen uns was vom Klimawandel, und gleichzeitig wollen sie ja hier ihren CO2-Ausstoß senken und so weiter und so fort, und kommen dann mit so einer schwachsinnigen Politik dazu. Das war also mal interessant, wie er sich da hinsetzt und sagt, keine Ahnung, in Deutschland haben sie das ehrgeizige Ziel, bis 2030 um 65% zu reduzieren, die Umweltverschmutzung. Und gleichzeitig machen sie halt die Kernkraftwerke zu und befeuern Gas, Kohle und so weiter wieder. Was ja völliger Blödsinn. Ne? Ist für uns alle ja eigentlich klar, dass das so nicht funktionieren kann. Aber das hat er halt eben als eine der wenigen mal klipp und klar so angesprochen. Und das wäre mal interessant, ne? Wie man, wie das, oder... Wie gesagt, er kann ja nicht Präsident werden, das geht ja leider nicht. Aber das wäre mal interessant, da jemanden sitzen zu haben, der halt eben klipp und klar sagt, das ist scheiße, was ihr da macht. Das wäre cool. Das ist interessant, Schwender schreibt, er darf nicht, er ist Ausländer, aber Gouverneur dürfte er werden. Ja, Gouverneur darf er werden, das sind andere Regeln. Aber du darfst also quasi im Landtag darfst du sitzen, im Bundestag aber nicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, ist so. Du darfst nur Präsident werden, wenn du eine amerikanische Geburtsurkunde hast. Das war ja bei Obama damals das Riesenproblem. Gouverneur darfst du werden, auch wenn du aus dem Buktu kommst oder wie? Was soll denn der Blödsinn? Ja, es ist halt in den USA. Das ist nicht alles. Du hast es ja damals bei. Deutsch ist da ja nicht viel besser. Wir machen ja viel nach von dem, was die USA so vormacht. Ja, leider nicht. Also in der Ökonomie würde ich mir sehr vieles wünschen. Auch im Waffenrecht würde ich mir sehr vieles wünschen von den USA. Machen wir leider bloß nicht. Aber ich würde mir gerne etwas anderes wünschen, wenn ich das mal noch mal ganz kurz anmerken darf. Es gibt ja nicht nur die Wahl zwischen Biden und Trump. Es gibt ja auch noch, ja, das verstehe ich bei dir, und ich denke, Mirko ist, glaube ich, auch der Meinung, und ich bin eigentlich in der Präferenz auch eher bei Trump, aber ich wäre wirklich eigentlich für den libertären Kandidaten, die gibt es nämlich dort auch, nämlich natürlich für Mr. Chase. Das wäre geil, wenn die USA sagen, okay, wir wählen die Libertären. Wunderbar. Wird aber nicht passieren, ganz klar. Aber du meinst Rob Chase. Ich kann es ja mal wünschen. Findest du denn Milei? Milei ist auf jeden Fall einer, der definitiv in Argentinien aufräumen kann. Wir haben in Argentinien die Situation, dass wir da nur Sozialisten gehabt haben. Also das hat schon angefangen mit Juan Perón. Der war ja auch relativ national und sozialistisch. Und so ging es immer wieder weiter. Also die Peronisten sind ja eigentlich total sozialistisch unterwegs. Und somit gab es eine Währungsreform nach dem anderen. Es gab einen Währungscrash nach dem anderen. Der letzte Währungscrash, der große, war ja 2001. Da ist der Präsident damals mit einem Hubschrauber abgeholt worden, weil die Meute das nicht mehr wollte. Da hat einfach der Peso gar keinen Wert mehr gehabt. Und ich finde Milei etwas anstrengend, ja, aber ich finde auf jeden Fall, er ist einer der besten Präsidenten in der letzten Zeit, was Argentinien erlebt hat. Also ich verspreche mir vieles davon tatsächlich, aber also bei Chase finde ich schwierig.
bei Chase muss ich halt sagen, Chase hat für die Amis, hat der Chase ein Problem. Weil die Amis wollen ja Success People, ja, die wollen, die sind da voll drauf, das muss ein Success Man sein. Und der Chase hat zu oft verloren. Der Chase ist mehrmals angetreten für alles Mögliche, für einen Kongress und für hier was und für da was und so weiter und hat immer wieder verloren und verloren und verloren. Und das wollen die Amis nicht. Die wollen einen, der so möglichst nie was geschafft hat, aber sofort gewonnen hat. Da sind ja, die ein bisschen anders, aber. Wobei ja, aber ein Libertärer wäre mal eine Idee, aber das wird nicht passieren. Wir kennen, da sind die Amis zu bescheuert. Wegen dem Wahlrecht. Aber ich denke mal, vielleicht werden die USA dann doch mal checken, dass es mal Zeit ist, dass sie einfach ihre Außenpolitik abändern müssen, weil sie einfach nicht mehr die Kraft dazu haben. Sie können und werden nicht mehr die Weltpolizei der nächsten Jahre werden. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Und dann ist die Frage, Janine schreibt Partei gerade, es muss auf jeden Fall mal ein anderer an die Macht, sodass Deutschland mal von jemand anderem den Arsch voll kriegt. Ja. Ja, dann von China würde auch lustig werden, aber okay. Ja. Nein, wie gesagt, die USA. Das sind, legen wir uns als EU ja schon munter mit an, mit den Strafzollgeschichten. Ja, genau. Naja, sicher. Das ist eh irre. Also Strafzoll, das ist das Ding, was mich richtig aggressiv macht. Also. Ja, aber überleg mal, wer profitiert davon? Wer profitiert davon? Wer profitiert davon, wenn Europa sich mit China anlegt? Also anlegt ist ja noch zu viel gesagt, aber zumindest die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen verschlechtert, sagen wir es mal so. Genau, die USA, richtig. Wer hat Angst vor China? Die USA. Wer hat Angst vor Russland? Die USA. Wer hat Angst vor BRICS-Staaten? Die USA. Egal wie du das drehst und wendest, du kommst immer wieder auf denselben Nenner am Schluss. Und das muss man sich mal klar überlegen, in welche Richtung geht das Ganze. Ja, wenn wir uns jetzt mit China anlegen. Ja, na sicher, die machen alle den Weg weiter. Na klar, ist ja das Schlimme. Ja, absolut. Le Pen will deportieren. Wieso will Le Pen deportieren? Habe ich da was? Le Pen will deportieren, aber wohin? Mit wer? Le Pen. Habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Jetzt rücken wir direkt von Amerika rüber nach Frankreich. Beides kaputte Staaten, ja. Ja, wohin? Ja, niemand weiß. Ich wusste noch nicht mal, dass Le Pen deportieren will. Deswegen kann ich es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ist eher so. Ja, ich glaube, es wurde auch. Ich habe Le Pen nehme ich aber auch nicht ernst, insofern. Ich wollte gerade sagen, die wird ja auch immer europäischer in ihrem genau. Denke, aber okay. Europäischer, also desto näher. In dem Kontext, dass wir deren ganzen sozialen Gedöns zu bezahlen haben. Dann ist Europa gut für die Franzosen, weil die verstehen auch von Ökonomie nichts. Und das ist grundsätzlich nichts. Also allein da sieht man schon, dass Le Pen und das auch die Meloni-Tante aus Italien, das sind ja auch irgendwelche Euro-Liebhaber. Weil solange der Deutsche zahlt, ist Europa links. Was? Das sind Systemlinge. Was? Nee, ich hab Spaß gemacht. Da konnte man nicht verstehen. Ja, dass man so, die Zahl ist Europa gut, ja. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, bei Le Pen bin ich raus, weil ich habe die in letzter Zeit nicht mehr verfolgt, weil für mich war ihre Anbiederung in Richtung Ursula ging mir so auf den Senkel, dass ich gesagt habe, gut, dann kannst du die auch vergessen. Und bei Le Pen ist halt der bei Putin, ne? Der große Punkt immer, dass man im Hinterkopf behalten muss, dass die unbedingt Präsidentin werden will. In Frankreich. Genau. Die will die Präsidentschaft und nichts anderes und nur deswegen macht sie, was sie tut. Die versucht alles nur, um Präsidentin zu werden, nichts anderes. Und deswegen nehme ich die erstmal noch nicht ernst, es sei denn, sie wird irgendwann Präsidentin, dann muss man sich mit ihr auseinandersetzen, aber bis dahin nicht. Kann sie sich gefälligst irgendwo anders rumtummeln. Ja, ich auch. Ich auch. Ach, wir werden sehen, sprach der Blinde zum Taubstumm. Richtig. Ja, wir werden sehen. Schmenderles Satz, den haben wir jetzt natürlich völlig überlesen, aber macht nichts. Der Terminator sagte, dass Skynet nicht mit Windrädern betrieben werden kann. Ist übrigens sehr schön, weil ja, er trifft es irgendwie. Das ist gut, hat was. Skynet. Och, das waren noch schöne Zeiten. Ich wünsche mir die solche Filme zurück. Das ist inzwischen nicht Skynet, Terminator-Filme. Also so, ne, das war noch. Ich meine, guck dir doch heutige Filme an. Jetzt werden ja unsere Disney-Helden schon weggewoked. Ich weiß noch damals,
immer am Samstag mit meinem Vater abgehangen und immer die guten Filme angeschaut, tatsächlich. Ja. So in den 2000er Jahren. Es geht auch heute keiner mehr her und dreht Bud Spencer und Terence Hill Filme. Nicht aufgrund der Tatsache, dass Bud Spencer tot ist, sondern weil dieses Gimmick im Film nicht mehr so genutzt werden kann. Da kommen die ganzen Woken und sagen, das geht nicht. Genau, das ist das. Also Hollywood ist ja eh total verwoken. Das ist das Nächste. Das ist ja überall, wo du siehst. Mein Netflix-Abo deswegen gekündigt. Das ist stabil. Oder nehmen wir mal ganz klassisch. Ich habe in meiner Videobibliothek, ich glaube bei Prime liegt irgendwo in der Watchliste bei mir eine Crocodile Dundee. Ein Crocodile Dundee Teil 1, glaube ich. Ich wollte Teil 2, wollte ich mir tatsächlich dazu holen. Dieses Video ist aktuell nicht verfügbar. Dreimal dürft ihr raten, warum. Weil da das Narrativ bedient wird, was Amazon oder der Ami an sich nicht sehen will. Genau. Diese ganze Vocal-Scheiße geht mir so auf den Sack, das kann sich keiner vorstellen. Und ich kann es auch nicht mehr anders formulieren. Ich kann nicht mal sagen, es nervt mich. Es geht mir nur noch auf den Sack. Ja, es ist einfach bitter. Es ist einfach bitter und hier oder wird wie das einfach Thema letzte zerstört. Woche. Es wird einfach zerstört. Oder das Thema in der letzten Woche war ja, wer war das? Irgendeine Kulturwissenschaftlerin, deren Namen man nicht aussprechen kann? Ja. Die hat, wie war das, die Geschichte, die das erzählt hat, von wegen, man soll Opfer von Sexuellstraftätern oder allgemein Vergewaltigungsopfer und so nicht mehr als Opfer darstellen oder als Opfer hinstellen, sondern als Erlebende. Alter, als nee, Erlebende. Nur als Erlebende. Ja. Als Erlebende. Alter, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, als der Fabian mir das geschrieben hat, wo er auch schrieb, ich muss hier nur noch weg. Das ist richtig. Wenn du so eine Scheiße Scheiße liest, willst du nicht. Das sind aber Namen, die man immer wieder ausdrücken sollte. Ne? Also ich sag mal, wenn so eine Kulturwissenschaftlerin sowas sagt und dann erzählt von wegen, man soll nicht bei Vergewaltigungen von Opfern sprechen, sondern halt eben von Erlebende. Das ist ein Satz, den das muss man immer wieder dazu sagen, das war Frau MeToo Sanyal. MeToo Sanyal, den Namen muss man sich merken. MeToo Sanyal. Weil dann kann man schon davon ausgehen, egal was sie sonst noch sagt, das kann auch nicht besser sein. Weil sowas zu sagen, ist schon richtig tief im Eimer. Also, geht gar nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass das Bildungsniveau in Zimmern steigen muss. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass gerade auch in den Studiengängen, in jedem Studiengang, sei es jetzt naturwissenschaftlich oder auch sozialwissenschaftlich, dass die Hürden so stark anschneiden und so stark angestiegen sind, dass solche Idioten erst gar nicht so weit kommen. Also das Problem ist ja nicht nur Fachkräftemangel, sondern wir haben ja auch noch Idioten, die einen Abschluss haben. Das ist ja eigentlich Titelmissbrauch, was sie da mittlerweile betreibt. Also hat man nichts Besseres zu tun als Kulturwissenschaftlerin, was es auch immer auch sein soll, dass man da erklärt, es sind Leidende und nicht Opfer. Also, ich verstehe es mittlerweile überhaupt nicht mehr. Nee, es sind Erlebende. Erlebende. Leidende sind es ja sowieso, sondern Erlebende. Weil Erlebende, was mich halt daran so stört, also sie hat ja recht, sie haben etwas erlebt. Ne? Wenn man das jetzt wertungsfreies Deutsch nimmt, dann stimmt es. Aber Erleben ist halt inzwischen mit Erlebnis assoziiert, welches positiv belegt ist, wie ein Erlebnispark. Ja, und du kannst halt eben nicht hingehen und sagen, wir nennen die jetzt Erlebende, weil das klingt halt eben nach, die haben was Tolles erlebt. Weißt du, so klingt das. War bestimmt ganz toll. Dass sie gehen. Das wage ich halt ganz schwer zu bezweifeln, dass das was Tolles ist. Also so richtig schwer wage ich das zu bezweifeln. Weil sexuelle Gewalt ist kein verdammtes Erlebnis, sondern sexuelle Gewalt ist eine Straftat, die ein Leben, also ein emotionales Leben, sie kann auch ein Leben komplett beenden, aber sie kann auch ein emotionales Leben komplett zerstören. Und da kannst du nicht hingehen und sagen, das ist ein Erlebnis, also das sind jetzt Erlebende. Also weiß ich nicht, da muss mir völlig im Gehirn was falsch gepolt sein, um auf so einen Satz zu kommen. Oder aber das Hirn ist nicht mehr vorhanden. Das oder ich habe natürlich Kulturwissenschaften studiert. Dann ist das vielleicht normal. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht war das was Erlebnis, Fabian. Hm? Ja, ich glaube auch. Diese ganzen Schwurbelwissenschaften, die es mittlerweile gibt, das ist das Problem. Wir haben nur Schwurbler eigentlich. Ja? Paragraphenschwurbler, Genderschwurbler und was weiß ich noch alles. Ja. Hast du Gender oder Ständer gesagt? Entschuldigung. Naja, aber ganz im Ernst. Es gab doch diesen Diagramm mit den Abschlüssen von Politikern.
Ja. Und auch was sie, und vor allem, wie sie in Mathe sind. Und da schneiden zwei Parteien ganz gut ab, nämlich die Union, komischerweise, und vor allem die AfD. So. Die FDP nicht so. Und diese ganzen Woken-Parteien, also Rot und Grün, die schmieren da total ab. Naja gut, das hast du ja gesehen. Ja, also in dem Moment. Nicht gerechnet, wa? Ja, absolut, ja. Das in dem Moment, wo Habeck irgendwas mit Zahlen anfängt, kannst du ausschalten, weil da kommt dann nur noch Blödsinn. Das ist, Zahlen kann er nicht. Kann man das irgendwo nachlesen, was du gerade gesagt hast? Du meinst diese Tabelle? Ja, jetzt muss man die nur wieder suchen im Netz, aber die gibt es. Das sieht wohl. Ich muss mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde. Ich meine, wenn du halt irgendwie einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund hast, dann hast du auch irgendwie eine Ratio und Wokismus und Ratio, das... Ja, ja, aber pass auf, es ist schon klar, dass eigentlich die linken Politiker, wenn man sich das immer so anschaut, eher schwurbelig studieren, ja? Also sind eigentlich eher Leute, die was vom Fach sind, das ist auch bei der AfD und auch bei der Union, die was handfeste studieren, also Maschinenbau, Physik, Naturwissenschaft. So, ja. Und da denke ich, ich muss das dir, glaube ich, gar nicht erklären, das weißt du, glaube ich, besser, da brauchst du Mathe. Also ohne Mathe bist du weg vom Fenster. Und die Linke können keine Mathe, keine Ahnung wieso, weil Zahlen böse sind und dann wird einfach irgendwie geschwurbelt. Dann gehe ich irgendwie an Karl-Marx-Uni und schreibe irgendwie was über Genderwissenschaften oder über Gender Studies und dann bekomme ich einen Doktortitel. Und dann kann ich bei ARD ZDF rumfubbeln. Aber leider stimmt mal, das, ja. Trotzdem möchte ich da jetzt mal deiner Aufforderung nachkommen und mal danach suchen. Ja, ich google auch schon, aber wollte ich finde wieder ganz Schmendele viele. Robert Habeck zitiert mit, der Wirtschaft geht's gut, nur die Zahlen sehen nicht so schön aus. Es ist richtig. Auch so legendär, ja. Es ist auch so. Das ist eine unglaublich bescheuerte Aussage, aber es ist für ihn völlig in Ordnung gewesen, scheinbar. Es ist wie bei, wenn du insolvent bist, dann bist du ja nicht automatisch pleite. Du hörst nur auf zu arbeiten. Das wäre so lustig. Oder du hörst halt auf zu produzieren. Das ist so ja, genau. Und da kommt er mit eben durch. Er kommt damit total durch. Sitzt er da vor der Maischberger und haut ihr diese Klopse um die Ohren. Öffentlich. Die ganze Welt konnte das sehen. Das ist unser Wirtschaftsminister. Nur damit wir das mal richtig einordnen. Das ist der Typ, der dafür sorgen soll, dass es unserer Wirtschaft gut geht. Der konnte nicht mal die Insolvenzregelungen erklären. Also tut mir leid, da brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber reden. Das ist ja. Aber das ist Standard tatsächlich. Also ist im Übrigen auch der gesagt hat, Patriotismus und Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Genau. Ist nur damit was einordnen. Ich finde es nicht, ist das zum Kotzen. Das ist echt schlecht. Keine Buchung ohne Beleg. Ja, aber ich kann es insofern belegen, dass ich es auch gesehen habe, aber ja, jetzt muss man das wieder finden. Irgendwie bei X gegeistert. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass halt die typischen Grünen wie eine Göring-Eckardt, Claudia Roth und so weiter jetzt mit Mathematik eher wenig am Hut haben. Oder auch mit Ökonomie, das ist ja das Nächste, da fallen ja auch viele durch. Rechnungswesen, was es soll, was es haben. Also ich würde mir gerne den... Halt Diktator als Wirtschaftsminister wünschen. Finde ich sagen. Dann nehme ich. Über dich. Ja, so einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ja, eigentlich nicht. Ich habe zwei kaufmännische Banker abgeschlossen. Also Banker, nein. Ja. Also Banker ist eigentlich genau das Gegenteil von Wirtschaften. Da geht es eigentlich darum, dass man die Wirtschaft gegen die Wand fährt. Mehr Spaß beiseite. Also ich arbeite im Außenhandel für eine Bank und bin dafür zuständig. Also Währungsdisposition und Anlagen und Kredite, Trade Finance, sowas in